Like, no shit. No, warum Darain? Sind wir Deutschen zu blöd, um Robin auszusprechen, oder was? Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Alter, weißt du, ich find, wie gesagt, ich find Darain sogar schlimmer und schwerer als als Robin. Das ist so fucking stupid. Ach ja, Beiträge. Ich kann zusehen, wer alles die Kinder mitgenommen hat und so. Das, boah, ich verstehe dieses nicht, Meme das, nicht. Ich auch nicht. I don't get it. Ich will's auch nicht verstehen. Ich meine, will ich da reingucken? Nein, willst du nicht? Nee, ich glaube auch nicht. Irgendwas zieht mich dahin. Videos. Guck, was haben wir denn da? Footstool, ah ja, witzig. Picknick, ja, ja, irgendwie, was zur Hölle? Alter. Was hast du gefunden, Schönes? Ich find's, Alter, das ist irgendwie jeder, wo nur seinen Ständer hochlädt. Von wegen, oh, ich hab den gespiked, geil. Shut up. Das sieht aus wie ein Movie-Poster. Abgehakt. Oh nein, warum kriegen wir fucking... Warum ist die deutsche Szene so? Fuck you, genau. Oh nein. Yoshi eats Boxer. No respect. Mensch, das ist eigentlich perfekt, diese Sektion zusammengefügt. Oh Gott, Pac-Man Final, ne? Gerne ein Hedge Joker. Ich habe aber bislang noch niemand gefunden, der irgendwelche Kinder mitnimmt. Big Oof. Lustige Tode, Episode 9, Season 1. möchte wer von euch eine Switch kaufen? I'm done with this shit. I'm done. Dankeschön, Hackbraten, für die Bits. Dankeschön. Alter, nee. Ich fand das gerade gut. Bloody Heart 50 plus 5. Tach. Einfach Tach. So trocken, richtig trocken. Tach. Tach. Oh, so, warte, wie geht das jetzt überhaupt? Du musst Arena suchen Bonus und dann halt. Tach, Hackbraten, vielen Dank. Achso, warte mal. Muss ich nach dem Raum. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das nochmal? Such einfach nach Freundenraum und dann solltest du finden, welcher das ist. Und Hackbraten, danke für den Sub. Hallo Hoshimono. Es ist sehr offensichtlich, welche Arena es ist. Suchen, genau. Arena von Freunden ist doch viel einfacher, wenn ich danach. Könnte keine Arena gefunden werden. Dann musst du doch. Ich könnte dir auch den Raumcode geben, dann kannst du auch nach der ID suchen. Ich hab's jetzt publik gemacht. Also eventuell Arena-ID. Ja, okay. Soll ich dir die geben? Ja, bitte. Gut, Moment. Dann muss ich immer noch mal wieder hier ausmachen, damit das nicht gesehen wird. Na, ich schalte dann auch immer auf meinen Pause-Bildschirm. Nächster, bitte! Und Unheilpilz, auch dir danke für den Sub, mein Dude. Nehme ich mich den nächsten Mal einfach wirklich alles hier so. They took the kids. Ich verstehe es nicht. Was ist mit dieser Community los? Sehr viel Trauma. Sehr viel Trauma. Ich merke schon. Okay. Okay. Ach da. Beitreten. Passwort? Habe ich dir auch geschickt. Ach so, das ist das Passwort. Oh, ein langes Passwort. Da willst du echt sicher gehen, dass da niemand reinkommt. Ja, wie gesagt, man kann es ja später offenlegen, falls wir noch andere Leute dazu holen wollen, aber... I'm done, Clip von Pinguini. Oh, by the way, darf ich diese Idee mal kurz äußern? Triff deine Auswahl oder triff wem ins Gesicht, ist mir scheißegal. Deiner Blutiwurst. ist egal, wen wir nehmen, oder?
Ich hatte jetzt Joker genommen, also du kannst ruhig hier mit deinem, dem du am meisten wirklich haben, kämpfen willst, nehmen. Miau. Ich weiß, ihr könnt doch nichts sehen, kommt gleich. Habt ihr gleich, kriegt ihr gleich. So, da habt ihr. Schlürt. Ist so blutig. Wurstig. Wurstig. Oh nein. Ich muss mal dieses Bild von mir ändern, das sieht so dumm aus. Ich wollte es eh nicht sehen, na, wenn es so ist. Wenn es so ist, gut, dann seht ihr halt nichts. So, jetzt frage ich, welche Stage kommt. Kommt die meine Stage? Ich hoffe, meine Stage kommt. Ich habe einfach random, also. Wenn jetzt irgendwie eine Stage kommt von wegen Bruder muss los, ne? I will fucking destroy you. Was so? Was hast du da? Was ist das? Was ist es? Es ist King Crimson. Wir kämpfen auf dem Kinn von King Crimson. Wieso ist das auch noch so fucking competitively viable? Ja, das Ruleset ist, was du dir ausgewählt hast, ist Baseball. Alles, was man irgendwie mit einem Baseball hauen kann. Alter, what? Also, das ist wirklich komplett... What the fuck? Fuck! Fuck! Nope. Reichweite not enough. What? Da ging mein Forst voll durch, anstatt... Alter. Nein! Nein! Stop that! Fuck you! Ich wollte genau im selben Moment meinen Final Smash machen. Miau! Du bist ihm noch vorher voll gegen die Stirn geklatscht. Was ist das für eine dumme Stage? Und warum ist sie warum ist sie competitively auch noch so relativ gut viable? Ich habe einfach Sachen runtergeladen. Keine von denen ist von mir. Das ist fucking King Crimson. Das Ruleset habe ich mir selbst erstellt, aber die Idee fürs Ruleset gefällt mir. Dass man jedes Mal rausgehen muss, um seinen Kämpfer zu wechseln, ey. Wähle deinen Kämpfer! Die Wurst ist so blutig, wurstig. Oh, ich möchte auch mal ein paar Mies ausprobieren. Ich habe mir so viele bescheuerte Mies runtergeladen. Oh, speaking of. Speaking of. Wähle deinen Kämpfer! Mies-Schütze! Oh shit, here we go again. Mir fällt jetzt es heißt Blutiwurst. Es fällt mir jetzt erst auf, dass der Raum Blutiwurst heißt. Ja, deshalb meinte ich, er ist leicht zu finden. So, ich frag mich jetzt, wessen Stage genommen wird. Ich will immer nur random, ich hab da nix, wo ich großartig will. Oh shit. Oh shit, was kommt? Bei mir kannst du es dir, glaube ich, denken. Ich habe noch nicht viele. Das ist nicht fair! Wow! Ah shit, here we go again! Oh nein! Ah oh, shit! Here we go again! Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Custom Stages ist der Netcode irgendwie ein bisschen schlimmer. Es fühlt sich zumindest so an. Okay, da ist keine Ledge, alles klar. Ja, da kann man nicht. Wonach sieht es aus? Vor allem guckt ihr. Oh shit, schon wieder ein Partyball. Bäh.
Oh, nicht schon wieder. Nein. Fucking. Wieso hast du deinen blöden Oberarm mit Öl eingeschmiert? Oh, shit. Here we go again. Alter, warum ist die Stage so übertrieben groß? Bis ich da unten bin, ist Invincibility schon wieder weg. Nimm das, Shaggy. Eat Shag. Fuck. Du bist jetzt dreimal wegen seinem scheiß Arm gestorben. Sein Arm ist zu viel mit Öl eingeschmiert. Ich kann nicht. Oh, shit. Here we glitch again. Oh, ich muss noch mehr Mies erstellen irgendwann. Wie gesagt, alles, was ich mir wirklich jetzt hier hab, ist runtergeladen. Also ich habe davon jetzt nichts selbst erstellt. Ich dachte mir einfach so, fuck it, ich lade mir jetzt einfach an. Alles Mögliche runter, was lustig ist. Puffel, vielen Dank für den Sub, mein Dude. So. Alter. Was haben wir denn noch Schönes hier? Hey, ich habe mal ganz vergessen, das sind ja Teamkämpfe. Also können wir mal zwei Leute mit reinziehen in die ganze Sache? Müsst ihr auch mal bedenken. Genau. Sofern wir denn entscheiden, den Raum öffentlich zu machen. Du siehst nur Mies Schwertkämpfer als Bild, ne? Du siehst jetzt nicht, was ich habe. Nee, also hab, da, du hast ja immer nur dieses... Jan... Okay. Ja, Narko, vielen Dank dir auch für den Sub, mein Duden. Ist es überhaupt... Ja, man kommt hier hoch. Wow. Jesus, why? Ich habe vor allem das echt das Gefühl, je mehr hier auf dem Bildschirm ist, desto laggiger wird das Ganze. Das ist wahrscheinlich mit den, weil es mit drei Layern ist, deshalb verschwindet Sans Gesicht manchmal auch mit zueinander. Oh. Oh, hi. It's hot! Oh, that's some spicy meatball. That's spicy. Ey. Lass das. Du! Das ist Tiny Face. Oh. Tiny Face hat sich mal einfach gedacht, ich sterbe jetzt. Du hast interessante Items. Wäre doch schade, wenn irgendwas mit dem passieren würde, ne? Nicht wahr? Alter, vor allem... Alter, guck dir das Ding an, wie es durchdreht. Aua. Großes Autsch. Der Perfect Bell. Dunia! Oh, meine Lebensleiste hat ein bisschen geleckt. Oh Gott. Tiny Face. Wieso habe ich eher das Gefühl, du hättest sie mal... Don't worry, it's me, Tiny Legs. Ah, Baby Legs. Oh nein. Das kann ich. Nee, bitte. Oh nein. Please. Oh, this is just too much. Oh boy. Oh, ich muss mir auch mal ein paar Mies irgendwann erstellen. So richtig dumme einfach nur. So, Moment. Ich guck mal kurz, ob man das
dass Ruset auch so on the fly ändern kann. Mhm. Dann muss ich dafür eine neue Arena machen. Ich glaube, ich muss dafür eine neue Arena machen. Dann kann ich ja mal kurz was ansprechen, weil ich hatte so eine Idee letztens. Ich weiß, es ist jetzt nicht der innovativste Shit, aber das wäre etwas, was ich tatsächlich noch relativ easy machen könnte. Was haltet ihr davon, wenn ich so Monats-Best-Offs basierend auf Clips mache? Für YouTube? Ja, super. Hatte ich das nicht auch schon mal irgendwann gesagt, dass ich das machen wollte, aber dann nie umgesetzt habe? Ja, ich glaube, das meintest du letztens sogar erst. Dass du Clips irgendwie denn da. Also, dass ich das denn immer so am Monatsende machen würde, dass man das immer so vom letzten Monat die besten Clips oder generell Clips nimmt. Ja. Shadow? Yes. Ich mache einmal kurz nochmal die Arena zu, weil ich will ein anderes Ruleset benutzen. Okay. Weil ich habe da so viele. Geh nochmal raus. Gemacht. Achso, ja, okay. So. Oh, wow. Arena. Visibility. Friends. Basket Levels. Team Battle. Rules. Und danach können wir denn ja. Dann kannst du mir jetzt sagen, alles außer 4 von 1 bis 5. 2. Oh. Okay. Oh. Interessant. Enter Name of the Na. Oh, Tiny Face. nee, das erinnert mich mehr an die eine Folge von Rick and Morty mit hier Little Bits. Little Bits. Eat some fucking shit, you fucking loser. Just kidding. Oh boy. Ich möchte immer noch das Main-Theme hier in den Menü ändern können. Du kannst es halbwegs irgendwie machen. Du kannst in deine Musikbox gehen, das jetzt auswählen und dann wird es so lange gespielt, bis du halt einen Raum oder sowas betrittst. Wo konnte ich jetzt nochmal... Genau, hier kann ich das Bild ändern. Ich will ein anderes Bild haben. Der Mond ist mir zu... So. Passwort ist dasselbe. Ah. Ich habe es jetzt auf Freunde gemacht, das heißt, du solltest es einfacher finden können. Ich gucke mich hier nur noch mal kurz durch die Bilder einmal fix und dann... Naja. Lass dir Zeit. Ob es da irgendwas Interessantes gibt. Natürlich 10.000 Pokémon, aber nicht mein Favorite. Fuck you, Nintendo. Nee, auch nicht. Bleed Purple 100 Bonus 10. Ich hab nichts Besseres, um mein Geld wegzuschmeißen. Dankeschön, Hackbraten, trotzdem für die Bits. Bei mir auch, vielen, vielen Dank. Oh. Oh, nice. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Nice, nehmen wir. Krampfarenen. Arena suchen. Ach, guck mal, jetzt finde ich dich auch unter Arena von Freunden. Ja, weil ich es jetzt eingestellt habe, dass nur mich nur Freunde sehen können. Ach so, und dann, wenn wir gleich für Community offen machen, dann machen wir... Müssen wir auch publik machen. Ja. Warte mal, ist dein... Gehen wir publik? Oh, wow, mir fällt jetzt erst auf, dass das Passwort... Wow, okay, das hätte ich mir auch so easy merken können. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. So mache ich meine Passwörter meistens. So kann man sie sich besser merken, als einfach irgendeine Nummer- oder Zahlenreihenfolge. Du merkst dir das so. Wow. Spikey. Wusste es. Ja, hallo, es ist Raiden. Raiden. Raodon. Raodon. Ja, Echo, wie gesagt, aber hast du das Passwort? Nö. Bereit? Das ist ein schönes Matchup. Weißt du, Dark Samus will ich eigentlich nur wegen diesem Skin können, weil ich finde, das sieht ultra geil aus. Oh, das ist ja super edgy. Ja, deswegen ja. Die dunkle Samus. Ich hasse es, weil... What the fuck? Hey, Rick. You gotta smash, Morty. You gotta smash this woman, Morty. You gotta smash, Morty. Oh, I understand. Ja. Yeah.
Was zur... Ups. What? Yo, Hoshi, vielen Dank für die... So, und nun schlagt euch weiter Spende. Schön die Köpfe ein. Wahrscheinlich dann bei mir auch. Oh. Yes. Ah, the fun. Nein! Oh, Alter. Alter. This is retarded. Dieses Ruleset heißt, by the way, stürmisch. Alter. Alter, diese Map. I'm a Raccoon Morty. I'm a furry now, Murray. Why are you not dead? Fuck you. Nö. Oh, I will enjoy this. Oh. Studia. Hi. I'm getting blasted, Morty. Get in the car, Morty. Get in the car, Morty. I've become a Mii Fighter, Morty. Alter, es laggt so derbe, ne? Fuck you! Kann ich auch? Boah, Alter. Ist es die Map oder ist unser Netcode gerade einfach scheiße? Es ist beides. Bei Custom Stages ist der Netcode sowieso ein bisschen anders. Au. No! Morty! No, Morty! No, Morty! Oh, Alter, das ist ja richtig schlimm! Besonders je mehr Gas-Bellows hier so ja. rumfliegen, desto schlimmer. Oh, Alter. Nein! No, no! Okay, du bist nicht tot. Was ist das für eine dumme Stage? I want money. Oh, oh nein. Fuck Space Pirates, Morty. Fuck Space Pirates, Morty. Way up your butt, Morty. Oh nein. Ah, ich hoffe, die machen diese Custom-Sachen Spaß. Ja, doch. Es ist so unglaublich dumm, ne? Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist halt auch so, du merkst richtig, also... Wenn nichts auf der Stage ist, also auf den Omega-Stages, muss der Netcode eigentlich richtig gut sein. Mhm. Aber denn so auf solchen Stages ist es einfach, das ist Terror. Mhm. Ich meine, wir haben es ja beim letzten Stream gesehen, es funktioniert ja richtig gut. Mhm. Ja. Morty. Aber wir können mal D spielen, die ist richtig Arschloch. Oh je. Bereit? Wie viele Mies hast du dir zugelegt? Zu viele. Wenn noch die Community, die dazu kommt, ich glaube, das hält das Spiel nicht aus. Ich glaube, das packt das Spiel nicht. Hm. Wow. Zur Hölle. Oh, what's this? Oh nein, I know this shit. Oh Gott, no! Wee. Yeah, I know this shit. Ja. Ah, fuck, nein! Ich lebe noch? Oh, ich lebe noch. Doch nicht. Oh, wow. Das ist... Das hat jetzt schon nichts mehr mit Smash zu tun. This is not Smash anymore. Bleed Purple 200, Bonus 20. Jetzt bin ich in richtiger Spenderlaune. Ebenfalls bei mir. Ich liebe auch, dass er so extrem...
niedrige Stimme hat, was Ovo-Face. Was war das denn? Zum Glück bin ich da irgendwie rausgegangen. Nein, oh, tschüss. Scoop! Scoop! Oh, wow. Ach, Team Rot. Zum Glück sagt er nicht dunkle Samus. Ach, ist echt Team die ganze Zeit? Okay. Scheinbar. Ach, Dark Samus macht mir eigentlich Spaß. Deswegen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich. Also. Ich warte ja immer nur drauf, dass dann Leute, die hier neu sind in dem Ganzen, die jetzt zukommen und sagen: Alter, Dark Samus ist C-Tier. In Hail. Und ich sage mir so: Ja, aber sie macht mir Spaß. Dann dachte ich einfach nur: Hey, guck mal auf meinen Streamtitel. Da steht nämlich Super Casual Smash. Ja, bei mir steht einfach nur online, also. Mhm. Ich meine, ich will auch mal irgendwann wahrscheinlich auch austesten, wie einfach Quick Match ist. Einfach mal gucken. Das ist ganz gut. Mal gucken, wie ich gegen andere Leute bestehen kann, gegen Worldwide Penisse. Radli. Okay, Down B kann ich mir im Grunde richtig hart in die Haare schmieren jetzt mit dem Netcode. Na ja, doch. Oh nein. Was? Was ist Genau, ich gebe dir erstmal ein bisschen Zeit, die Warp Zone. Was ist das? Das ist die Warp Zone. Die Warp Zone? Ich will gar nicht wissen, wieso. Ich wollte schon immer sehen, wie Rocko als Furry aussieht. Ich liebe diesen Move. Oh. Welcome to Warp Zone, Morty. Schade, man kann deine Feuerbälle nicht wegschießen. Dass der Move so überhaupt keine Kill-Properties hat? Na doch. Zip, 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 zoom! Was? Hallo? Habt ihr es gesehen? Der Andy, der cheatet. Ich bin wohl Ecker. Alter. Welcome to my domain. How did you? Ich sag doch, welcome to my domain. Ich war gerade im Dodge. Hä? Ah, hi. Ich lebe immer noch. I'm still alive, Morty. Ah, shit. Cannot block Dead. This. Nun. Au. 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 Nun. Au. Hi. Yeah. Na? Still alive. I'm still alive. What you gonna do, Morty? Oh, God. Oh, wow. Oi. Oh, Alter. Wow. Uiuiui. Oh, this game is dying. This game is dying. Bleed Purple 500 Bonus. Oh, Melonbad, vielen Dank für die Bits. Es gibt Bonus-Bits auf das Bleed Purple Emote. Und danke für das Bleed Purple Emote. Autsch. Jesus. Guck mal. Komm, donnert man dich gegen die Stage. Hört's auf zu laggen. Naja. Piek! Au! Alter! Was? Wieso ich? Was? Nee! Alter, das ist some beefy leg!
Okay. Alter, ich glaube, dein Ruleset ist nicht gesund. Meinst du? Alter. Dein Moveset ist echt unheil. Oh, nicht schon wieder! Au. 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 Oh. Nice. Au. Okay. Hi. Au, 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 au. No Morty. No Morty. Hi. Yes, because blocking is stupid. Hi. Das ist schön. Die Stage macht... Die Stage ist so retarded, aber irgendwo macht's echt Spaß. Hi. Alter, du bist bei 400%. Ja, und? Your point? Jesus! Jetzt komme ich nicht dazu, dich zu grabben. Oh, nice. Wow, Tor! Du hast Rocco ermordet. Ja! Ich hab Rocco erstochen. Wieso werde ich hier immer wieder reingedrückt in den Scheiß? Nö. Nö. That's what you get. That's what you get. I will fucking eat you alive. Oh. Nun, das war das letzte Mal, als wir Rocco gesehen haben. Cool. Hey, stopp, Alter! Smash, sowas von. Big Chili, vielen Dank für den Sub, mein Dude. Oh, this is Radley. Radley ist fun. Oh, herrlich. Hey, Kira. Boah, wie viele Stages hast du noch? Zwei oder drei. Ich würde sagen, machen wir die noch und dann lassen wir die Leute mit dazu. Okay. Bleib nochmal bei Ridley. Also, oh. Das Schlimme ist, online machen mir solche Leute, also hier sowas mit den Charakteren richtig Spaß. Mm. Da finde ich so langsam Charaktere, wo mir echt Spaß machen. Gut, dann müssen wir noch Memes gehen. Wenn du, oh nein. Wenn du sagst, wenn wir die Leute dazu holen, dann muss ich jetzt die ganzen Memes auspacken. Oh no. Das ist ein Dead by Stage. Weißt du, so ist Rocco wirklich gestorben. Das wurde deshalb ist er auch in den zukünftigen Staffeln nicht mehr verfügbar gewesen. Ja. Von Rocco gekillt. Wer ist das? Was ist... Wo sind wir hier? Steamed Hams! Oh, wow, wirklich? Aurora Borealis! Und das ist, by the way, Gunluigi. Gunluigi? Kann man sich aus dem Move rausmashen, oder? Scheinbar. Alter! Mörr! Oh fuck. Ich hab ganz vergessen, dass ich den Move hab. Oh.
Alter, auch die Stimme, ne? Mario! Yahoo! Oh Gott! Skinner! Ja, diese Frames, ne? Da kann man einfach sagen, so, weißt du was, ich dodge dem jetzt einfach. Das muss ich noch irgendwie besser teilen. Das ist gar nicht so einfach. Also, du hattest da ziemlich viele Möglichkeiten, wie du mich hättest trotzdem kriegen können. Weil in einem Final Smash kann man nicht shielden, zum Beispiel. Also, jedes Mal, wenn ich nur Schild drücke, kannst du einfach. Achso, hätte ich durchgehen können. Ja. Ah. Ja. Er klingt auch richtig depressed, also es ist passt schon. No, fuck! Hello. Aurora Borealis, ey. Was? Guck den Stream, dann weißt du Bescheid. Ah ja, ich muss so anmachen. Warte. Erstochen! Ey! Oh Leute, Stage! Sag mal. Mit Keep Away muss ich noch klarkommen lernen. Oh, hi Leute im Chat. Hi. Au. Ja. Oh. Ach shit, das kann man biegen? Ich dachte, du wärst viel zu hoch, scheiße. Aurora Borealis. Aurora Borealis. Alter. Gun Mario, Gun Luigi. Hat gewonnen. He has a gun. Bleed Purple 100 Bonus 10 frisch gestellt mit Fladenbrot bin ich zurückgekehrt. Ich hab keine Ahnung. Hackbraten wieder, vielen Dank für die Bits, mein Duden. Ebenfalls großes Dankeschön für die ganze Unterstützung heute. Mhm. Allein, Alter, allein heute schon. Ich weiß nicht, ob das einfach wegen Smash ist oder einfach du heute großzügig bist. Auf jeden Fall vielen Dank. Mhm. So, was haben wir denn noch so? Oh, ich sollte vielleicht Multi-Twitch anmachen, dann kann ich eure beiden. Hätte ich noch eine. Oder zumindest den zweiten Chat anmachen, wäre ganz ich cool. Ich habe jetzt noch mehrere Stages, aber ich muss mich jetzt für die letzte entscheiden. Ich muss Andys Chat nochmal kurz stunlocken. Ich fand die stylisch, komm. Die können wir wahrscheinlich nicht im Ding benutzen, aber ich fand sie einfach schön. Oh, du hast wahrscheinlich den beschissesten Charakter für die Stage. Ich wusste noch nicht mal, dass du Ike jetzt hast. Ich nehme einfach so meine Favorites durch, so nach und nach. Ja, du musst hier nur springen können. Ah! White Ike can't jump! What is that? What the fuck? Kommt der dir bekannt vor? This is a cactus. Oh nein! Oh, der Dino! Yeah! Dickhead! Nope! Ja, schafft das noch? Nö. Offline-Fun. Offline-Fun. Ja, da habe ich echt den beschissensten Charakter für. Ja. Da hier einen Beefloor zu nehmen, war eine beschissene Idee. Ich komme hier. Alter, ich komme nicht mal ansatzweise hinterher. Yeah. Nee, Alter. Das kannst du vergessen. Ich wusste nicht, ich dachte, du nimmst nochmal Ridley und Ridley wäre eigentlich ganz gut noch gewesen, ja. Aber. Wird die Scheiße schneller oder was? Nee, die bleibt die ganze Zeit auf derselben Schnelle. Egal. Okay. Der! Ja. Bei dem Fall, wie findest du Long? Er ist ziemlich stink. Long. Oh, okay. Oh, okay.
Jetzt ist er halt offline. Vor allem die Beine von dem Dino bewegen sich auch. Da haben sie alles voll ausgenutzt. Also die ganzen Layer, die man hat. Alter, aber es gibt echt so... Das ist dieses Mario Maker-Syndrom, glaube ich. Wo man sich sagt, so nicht jeder sollte ein Game Designer werden. Ja. Ja, bringt mir nur gar nichts. Ah! Eva! Die Stage ist dein größter Feind. Eva! Fuck. Eva! Oh, Alter. Oh nein. Alter, Ike ist nur noch am Rennen. Fitnessstudio, Ike. Alter, der Typ musste nie in seinem Leben so viel rennen. Und vor allem, du hängst diesen scheiß Kaktus immer fest. Ja, das ist die größte Schwierigkeit an dieser Stage. Gewehr! Scheiße. Weil ich hab das tatsächlich... Warte, was? That's a pity win right there. It's Song emo, traurig. Cool. Meteor-mäßig. By doing Ike stuff. So in etwa. Ma-ma-ma-ma-ma. Schubi-bubi-du. Nun die Wursti. Bum-bum. Hast du schon BL3 schon vorbestellt oder liegt es aktuell nicht drin? Ich werde es mir nicht kaufen. Ich kauf's nicht. Ich kauf hier Dings nicht. Solange das hier nur für Dings, für Epic Launcher rauskommt, kaufe ich es nicht. So einfach ist das. Das habe ich schon mal gesagt. So was unter so einem Blödsinn unterstütze ich nicht. Machen wir jetzt nochmal so eine Custom Stage? Ja, eine noch und dann. Okay. Welchen nehmen wir? Gehen wir Full Weep oder gehen wir Memes oder gehen wir sogar eine, die gut competitive sein könnte? Maymays? Mach Maymays, komm. Maymays? Gut, dann machen wir Maymays. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn es Exclusives so für Sony und PlayStation und alles gibt, ne? Kann ich total verstehen, das ist eine Sache. Aber nicht Computer-Exclusive. Aber ich Computer-Exclusive, das ist so dumm. Weißt du, das andere ist ein Exclusive. Purple 100 Bonus 10, mir fällt nichts mehr ein, nochmal, vielen Dank, mein Dude. Nachricht zu schreiben. Oh nein, die kenne ich! Oh nein! nicht fucking Patrick in der Tuba. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Oh nein! By the way, One Punch! Alter, können wir das mal kurz zusammenfassen? Andy nimmt immer voll die OP-Charaktere. Shaggy, One Punch Man. In der einen Runde waren wir auf Sans. Ach, die Musik vor allem dazu, ey. Dankeschön für die Bits, Hackbraten, ebenfalls. Bei mir. Boah, ich glaube, sobald sich da noch was bewegt, ist es noch schlimmer. Das ist sogar richtig anstrengend für die Augen, to be honest. Wir können auf Patricks Rücken kämpfen. Das ist nicht viel besser, der bewegt sich leider auch. So, ihr wolltet immer sehen, wie Saitama als Furry aussieht. Hier habt ihr es. Wow. Eva! This is not fun. Ich dachte, ich habe Patrick kaputt gemacht. Was ist seine Stimme? Fällt dir jetzt das auf? Ja. Alter.
Oh. Nee, Patrick, go fuck yourself. Ich schieb dir diese Trompete so hart in den Arsch. Ups. Okay. Du wolltest noch was... Nee, ich wollte es nicht sagen. Ich unterstütze das nicht und das ist es. The end. Scheiße. One Punch! Ich finde den Smash vom Mii Brawler so cool. Ist einfach... Ich finde, ganz ehrlich, die ganzen vom Mii Sword Fighter finde ich sogar den am schlechtesten. Ist er auch. Oh. So muss mich kurz verziehen, so der Mii Fit und schlecht. Wieder der Bleed Purple 50 Bonus 5. Und nochmal Hackbraten, vielen Dank für die Bits, mein Duden. Jesus, Hackbraten, mach dich nicht arm. Echt mal. Großes Dankeschön. Ich habe gerade eure beiden Chats zeitgleich auf und genau in demselben Moment, wo Hackbraten bei Shadow postet er auch bei Andy. Sie sind einfach instabil. Macht das schon die ganze Zeit. Merkt die Stage so, oh ja. Ich meine an sich, der Netcode geht, aber es hat so seine richtigen Schluckauf-Momente. Ich meine richtig übertriebene Schluckauf-Momente. Also es ist schon ein bisschen teleporting right now. Manchmal geht's. Gerade ist es ja, aber so wie da wurde jetzt einfach mal komplett mein Input gefressen. Oh. Boah, Alter. Was? Okay, wie auch immer das. Ich hab keine Ahnung, ich verstehe mittlerweile auch nicht. Das war der Gastbellos, der mich einfach geschoben hat. Oh boy, hi. Man Punch! Nutkick! Oh fuck. Das Outfit sieht aber ziemlich passend aus. Ist eigentlich hier von Xenoblade Chronicles 2, aber es passt. In the nuts! So, ich hatte noch andere Rule-Sets, aber du willst wahrscheinlich jetzt die Community dazu holen. Ich würde sagen, wir holen die Community dazu. Wollen wir jetzt Team-Battles? Machen wir jetzt mit Custom-Rule-Sets mit Community oder sollen wir Standard... Ja, würde ich sagen. Gut. Ich hoffe, du hast jetzt nicht eins, was du so... Sorry, dass ich es immer sagen muss, so beschissen ist wie das letzte. Achso, du mochtest windig nicht? Nee, ich mochte die Blowjob-Arena nicht. Gut, Moment. Create Arena. Ihr braucht so eine riesen Achter-Arena. Public. Das Game überlebt ja gerade mal 4 Leute online. So, also ich sag dir jetzt nochmal die ganzen Namen von den Leuten, von den Rulesets, die ich hab. Size does matter. Ah, ich verstehe. Stürmisch, der Knaller. Oh, Baseball ja. Und Pokémon. How about Pokémon? This shit sounds fun. Der Knaller ist was anderes, das können wir nachher noch benutzen. Gut. Wir können ja jetzt erstmal nochmal Team-Battles machen, also du und ich gegen Leute aus der Community. Und dann können wir ja Free-for-All machen sonst. Nur halt keine Custom-Stages mehr. Was ich auch dieses Mal die Leute drum bitten möchte, geht auf die Tribüne, anstatt halt in die Warteschleife. Das ist viel organisierter. Stellt euch nicht an, sondern geht wirklich auf die Tribüne. Wir rufen euch dann auf, wer joinen kann. Ist viel besser. Ja, doch, ist auch übersichtlicher. So, ich nehme wieder dasselbe Passwort. Okay. Das heißt, du kannst... ich muss dir halt nur den Dingens geben, weil das jetzt ja auch publik steht, die ID, damit du zuerst joinen kannst. Sonst joint einfach jeder andere bevor dir... Weil manchmal sind die Leute ja echt fix. Ja. Also, da hast du so eine Sekunde draußen und dann haben sie dich schon. Verstehe nicht wie, aber ne. So, hier. Und liebe Leute, denkt daran, dass wenn ihr mehrere seid, immer schön abwechseln. Ja, komisch, weil jetzt kann ich die Arena wieder nicht finden bei dir. Ja, weil ich jetzt auf Publik gestellt habe und nicht auf Freunde. Ach so. Publik? Was irgendwie schwachsinnig ist, weil eigentlich sollte man die immer finden können. Sollte ich dich trotzdem finden können, ja. Mhm.
Ich meine, das nach ID suchen ist schon ziemlich smart. Mhm. So, ich warte dann mal, dass der so. Shushi. Hä? Wieso hat er meinen Kämpfer nicht übernommen? Triff eine Auswahl! So. Der Shushman. Ein Grund. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! So. Bin ich auch drin. Ich nehme mal. Wen nehme ich mal zuerst? Ach komm. Dunkle Samus. Du bist ja drin, dann kann ich ja jetzt hier auch die Sachen zeigen. Die ID? Hm. Kannst, ja auch, kannst du das auch anzeigen lassen? Arena-Optionen. Ja, kann ich jetzt auch. Also da könnt ihr jetzt sehen. ID ist 1FDLW. Passwort 7412369. Könnt ihr da auch sehen. Lass das mal hier ein bisschen offen. Go, Leute! Ah! Ja, es ist halt Blutiwurst. Blutiwurst ist so blutig, wurstig. Ich find's schön, wie extrem auf meinem Dashboard mein Stream hinterherlegt. Da habe ich jetzt gerade erstmal die Stage erstellt. Oh, da ist sogar... Ach, der Elko, guck mal! Müssen wir Teams denn... Dopara? Müssen wir Teams noch einstellen dann, oder? Es ist eingestellt. Das heißt, alle Leute, die jetzt auf der Seite sind, wo wir jetzt sind, sind in einem Team und halt die andere, die auf der anderen Seite sind, kommen Moxon, in ein Team. Moxon, Vanessa. Vanessa. Zeig mal. Oh boy, oh boy, oh boy. So, zwei Leute haben noch Platz. Sonst die erste Runde kann ja schon starten. Der Rest kann dann ja schon auf die Tribüne. Ja, haut euch auf die Tribüne. Pause, ihr macht ein Achterbattle. Achterbattle geht online, glaube ich, gar nicht. Es kommt auf die Stage drauf an, weil nämlich gewisse Stages sind vorgegeben für nur 4 und manche sind ab 8. Ja. Alter, das Spiel überlebt doch nicht mal 4 Leute. Wie soll es denn 8 überleben? Weißt du? Ja, da wird ein Lagfest. Das ist ein absolutes Lagfest. Das ist so. Dass wir jetzt schon mit 4 Leuten und wir beide haben nur WLAN-Verbindung, das ausprobieren, das ist schon ein bisschen. Oh boy. Insane. So, X-Gamer ist auch da, cool. Blutiwurst. Hi, Sonic Soul. Henrik! Ich weiß gar nicht, wie viele in den Raum können. Es können auch mehrere eigentlich. Ihr könnt euch ja notfalls auf die Tribüne setzen, einfach. Das meine ich, die Leute sollen sich auf die Tribüne setzen, weil dann kann man sie besser aufrufen, weil dieses mit der Waiting Area, das funktioniert nicht, wenn du so Streamer bist und dann konstant halt kämpfen willst, weil dann wirst du nämlich mal rausgeschoben nach ein paar Matches. Das ist dann immer so ein bisschen scheiße. Deshalb also, sollen sich einfach alle Leute auf die Tribüne pflanzen. Mal davon abgesehen, dass ihr dann das Match beobachten könnt. Sit down, guys! Ich glaube, das können sie so oder so. Echt? Auch wenn sie in der Waiting Area sind. Machen wir es denn jetzt so, wer zuerst kam, mal zuerst? Also Dopara und hier Elko? Mach ruhig, ja. Reicht die beiden? Nee. Dass ich sie nicht selbstständig schieben kann, ist auch so ein bisschen wurstig, nervig. Zurik! Ach, du bist der Henrik! Moin, moin! Können wir unseren Partner auswählen? Können wir sonst auch? Oh. Also, wenn ihr da irgendwie. Blöppel sonst 500 Bonus 50 macht euch bereit für den Alter, schlechtesten X-Gamer, Spieler really? Aller Jesus. Zeiten. 500 Bits, vielen Dank, mein Dude. Bereit? Achso. So, genau. Wie wechsle ich mein Team? Mit X. Also, ich hab bei X. Ah, okay. Alles klar, gut. So, ich dachte, weil wir jetzt das Pokémon-Rusche machen, nämlich Pokémon. Aber ach so. Gut, du machst nicht mit. Scheiße, ich hätte Fuego nehmen sollen. Deshalb hab ich eigentlich ein rotes Greninja genommen. Oh. Aber gut. Oh, I'm sorry. Ich bin auch ein Pokémon. Aber wir haben beide denselben Down-Area. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich und Ridley haben denselben Down-Area. Habt ihr jetzt bei der Einstellung das eingestellt, was ich dachte, was ihr eingestellt habt? Wenn das Ruleset Pokémon heißt, was glaubst du, was passieren wird? Oh, Spam. Spam. Das war meine Haupteinstellung bei meinem ehemaligen Sneak.
Ditto, nice. Wir kriegen einfach mal einen extra Kämpfer, schön. Was kriegen wir denn? Drecksblitzer. Alter! Oh, ich bin doppelt da. Ich weiß aber nicht, welcher von den beiden ich bin. Ach, ich bin der, okay. Hey, wieso bist du zweimal da? Wegen Ditto. Oh, Alter, Ditto. Oh, oh mein Gott, das würde mich so abfacken. Das hat noch getroffen? Ich glaube, das wäre eher ein negatives Ding als ein positives. Ataro! Oh Gott, Darkrai. Fuck den. Oh, Alter. Oh, oh. Die Range, Junge! Das war aber echt ein Maximum Range. Oh, nice. Shadow, kannst Parasite du gleich nochmal für eine Weile das Passwort hätte ich nicht wegschmeißen sollen. Mach ich. Ich blend das gleich nochmal ein. Also jetzt gerade im Match geht ein bisschen schlecht. Mhm. Aber ist sowieso voll, von daher. Beziehungsweise, wir können erstmal die abarbeiten, die drin sind, und dann können wieder neue kommen. PK, fuck you! Vielleicht Final Smash Meter 1 drin zu lassen, war vielleicht nicht so die beste Idee. Aber das ist Smash. Das ist Smash, wie es sein sollte, Casual. Ja, durchaus. Ah, Goldini. Goldini, Goldini, ach, Klassiker. Wie sie auch in jedem Smash Bros. Teil das Goldini drin lassen, ne? Mhm. Das Kind umgebracht. Was bin ich denn? Ach, ich bin in Dedenne. Ja. Dedenne! Oh, fuck! Alter, wie Riddle dich die ganze Zeit. Ja, vor allem, wie er da unten durch die Gegend saust. Waffelkopter, Waffelkopter. I'm alive. Ich bin gestorben. I'm still alive. The people who are still alive. Oh, nice. Los, Digga, Mann. Catch a bitch! Fucking Space Pirate! Ah, fuck. Oh, Marshadow. Radikal Beam! Ich geh einfach mal von der Stage, ne? Das sieht schon irgendwo stylisch aus, trotzdem. Mhm. Cool. Hallo, Pythonballon. Oh, Pythonballon. Pythonpoten? Oh, das ist nice. Okay, ich nehme mal wen anders. So, dann pflanzt euch beide mal wie. Oder. Okay, warte, ich ziehe jetzt mal deinen Plan durch. Sollen die Leute rausgehen, die jetzt waren? Und, und dann, sobald wir alle anderen abgearbeitet haben, machen wir wieder, dass 6 neue reinkommen können? Oder wie würde ich sagen, ja. Gut, dann Elko und Dopara, dann geht mal raus. Good game. Weil ihr werdet. Und sobald wir wieder aufrufen können, dann die nächsten join. Genau, hier habt ihr nochmal für diejenigen, die jetzt nachjoinen wollen, die 2 nochmal das Passwort. Also halt auch die ID. Also machst du so einfach so fließender Wechsel praktisch? Okay. Ja, warum nicht? Okay. Ich meine, warum gerade nicht, ne? Wir arbeiten ja erst die Leute ab, also die jetzt noch da waren, die Leute kennen. Kannst. Die Leute kennen die ID sowieso, also von daher. Ich meine ja nur. Hm. Oh Gott. Ich muss aber sagen, für 4 Player war das eigentlich recht annehmbar. Ja, weil es eine normale Stage war. Ja, da sieht man mal, also. Custom Stages sind echt noch nicht optimal für online. Ja, die sind, das ist halt zu viele bewegende Parts, machen es besonders schwierig. Oder ach, guck mal, da ist der Chili. Also jetzt 2 von der Tribüne können schon mal dazu. Ich weiß jetzt nicht, sollen wir ausrufen oder? Wer war derjenige, der seinen Partner bestimmen wollte? Septile, oder? Septile, ja, Vanessa. Ja, Septile also. Und Vanessa? Oder ist Vanessa Septile? Vanessa ist Septile. Okay, und wen wollte sie als Partner? Roxanne oder Henrik? Weil X-Gamer kam ja danach erst, oder? Weil, ja. Dann machen wir das so. Machen wir die jetzt so. Ach, und da ist der Zantendo. Ach so, Depora war dein. Ach so. Ach, ja, gut, okay, sorry. Das wussten wir nicht.
Ja, dann kommen einfach jetzt zwei dazu. Also jetzt zwei Leute, die auf der Tribüne saßen, dürfen jetzt rein. Ja, also außer Chili und Santendo, die jetzt gerade neu reingekommen sind, ja, von den vier Leuten, die jetzt gerade noch drin waren, kommt mal rein. Ja, und dann beim nächsten Mal, genau. Eben. Außer Chili und Santendo. Santendo, auf in die Tribüne mit dir. Du kommst erst dran, sobald Moxon und X-Gamer oder Vanessa dran waren. Du kommst dann wahrscheinlich mit Chili oder den anderen Nächsten ins Team. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Wer möchte mit Henrik zusammen? X-Gamer, Vanessa oder Moxon? Wer möchte? Weißt du, es wäre so viel einfacher, wenn man als Raummod einfach bestimmen könnte, wer reinkommt und wer nicht. Mm. Rot. Oder machen wir gelb? Ich wollte jetzt auch wollte jetzt wechseln. Da müsste der Henrik aber sich noch mit X und Y kannst du das ändern. Das ging jetzt nicht. Ja, den das müssen wir noch mal üben. Also mit X und Y könnt ihr eure Teamfarbe ändern. Wählt mal blaues Team oder gelbes Team oder grünes Team. Je nachdem, wie es euch gefällt. Schosch und ich bleiben dann rot. Ja. Also Henrik, komm noch mal rein. Mhm. So. Rot. So. Sekunde, bin gleich wieder genau. da. Genau. So, genau, dann macht man beide gelb. Oder gelb, wunderschön. Ja. So muss das, wir lernen das noch. Das ist schön. So funktioniert das. So passt das doch schon. Perfekte Farben für dich. Passt doch. Ja, ich habe extra Standard-Color genommen. Aber ich meine auch so vom Hintergrund halt. Jetzt, guck mal, Battlefield laggt. Fucking Battlefield. Der Stage, wo nichts passiert. Nice Teamwork. Ich habe seine Aura aufgelöst, damit du den Throne durchkriegst. Boah, Alter, das zu kombinieren, also da das Timing zu kriegen bei dem Lag ist echt schwierig. Ich bin ganz ehrlich, alles was jetzt momentan passiert, ist Glück. Ich will den Meisterball. Yo, hol dir den Meisterball. Ich versuch's doch. Nein, go, Henrik, go, go, ich wollte ihm hinterher treffen. Der schöne Meister war einfach weggeschmissen. Okay, welches Pokémon macht er so? Nee, welches Pokémon macht er gerade? Ach so, Inki hier, nicht Inki. Stinky. Alter. Miau. Alter. Das ist tough. Goldini. Wow, ich habe den Clothesline tatsächlich getroffen. Oh shit. Suimon. Aber das ist unseres, oder? Ja. Nice. In seine Bombe reingeschadowst. Schön. Spicy Meatball. Nö. Ach ja, ganz vergessen. Game Watch hat ja ziemlich miese Recovery, ziemlich gute Recovery im Sinne von mies. Ray. Also das ist. Oh, that's a spicy meatball. What? Kannst du da rausmashen? Ich hab's versucht. Wie viele Prozente du hattest. Aua. Nein. Oh, ich renne über die Edge. Fuck. Danke, dass du mich rettest. Oh, okay. Nevermind. Da war mein Jump weg. Oh, ich bin tot. Oh, nice. Latias und Latios. Fuck. Das ist echt. Okay, aber es ist immer noch machbarer als der Netcode, den wir damals im Brawl hatten. Weil das war nicht mehr Netcode, das war einfach nur Net Trash. Oh, toll, Fletchling.
Oh Gott. Ja, geil. Und ihr kriegt einfach mal Jesus. Du darfst nicht in seiner Nähe stehen, sonst wirst du weggeschleudert. Ja, das Problem ist, hier ist alles. Und es ist echt schwer zu existieren. Komm her, Junge. Wie das aussieht. Das passt überhaupt nicht. Ja. Ja, ich habe mich immer, ich habe immer die Übersicht verloren und bin einfach immer runtergerannt. Deshalb bin ich jetzt schon. Ja, ist okay! Alter! Wow, geil, wir kriegen Jesus und den Teufel! That's nice! Gott und Teufel, schön. Nee, Vanessa ist nicht sketchy. So, Mox und Henrik, wäre nett, wenn ihr dann den Raum verlasst, um dann für andere nochmal wieder Platz machen zu können. So, ja, jetzt wären ja Vanessa und X-Gamer. So, aber oh, Fuego schaffe ich in dem... Ja, GG, mein Dude. Viel GG. Macht Spaß. Macht sehr viel Spaß. Aber wie ihr einfach mal das Äquivalent zu fucking Jesus und Gott gekriegt habt, ey. Nee, Teufel und... Teufel Gott. Und Jesus. Ach, guck mal. Sephiroth. Also, mach mal für die. Brauchen wir schon gar nicht. Es ist schon wieder voll, ja. Ja. So. X-Gamer und Vanessa, ihr seid noch die letzten beiden aus der ersten Welle. Am YouTube kann ich gar nicht. Ich hab gerade verstanden, YouTube kann ich gar nicht. Ja, das auch. Das würde meine Karriere erklären. Oh, sad. Vanessa? Ich sehe dich im Chat. Ah, thanks. So, wieder ein Red Team. Ich war doch schon ein Red Team. Oh, Joker. What a bunch of Jokers. What a bunch of looking cool, Joker! Dirk Sirmish. Guck mal, der goldene Ridley. Vor allem schon wieder ein Ridley, wenn ich hier, ne? Das bist ja gar nicht du. Raichu! Scheiße. Oh, nice. Oh. Ach nee, es ist nicht unseres. Ich habe mir mal einen mit einer guten Recovery genommen. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich gerade Inkle genommen habe, weil einfach ich wollte mich retten können, wenn irgendwas passiert. Seems legit. Au. Oh Gott, er hat Ascend draußen. Böse. Okay, tschüss. Falsche Richtung, Dude. Der Dinge! Au. Oh, das ist... Wusste ich nicht mal, dass das Friendly Fire ist. I have returned Bleed Purple 100 Bonus. Wait, what? Why? Oh Gott! Und Hackbutton, vielen Dank für die Bretts. Oh Gott, Zappy Dingster. Zappy Foy. That's a dead Sky Dragon. Oh, ow. Oh nein. Passt ja wunderbar zu Joker. Oh, mich nicht. Ja, ich wollte noch wegdashen, aber ne. Das ist schon stylisch. Es ist so, und vor allen Dingen, wenn du mit ihm gewinnst, wenn du das machst, dann bleibt ja dieser Screen. Es ist einfach so gut. Also Sakurai, da merkt man echt die Liebe für Persona. Schmeiß nach hinten, genau. Ah, ist rausgehauen. Ja, ich wollte ihn eigentlich, ne. Das sollte cooler sein.
so wieder da. Nicht nur Pokebälle werfen. Oh, den will ich. Und auch noch nicht. Okay. Okay. Er hat noch zwei Leben gehabt? Okay. Oh, fuck. Nein. Jetzt waren wir wieder zwei gegen zwei. Aus. Erstmal Ditto. Ich bekämpfe Ditto. Oh, wow. Oh Gott, Zeuger Leo, fuck. Ist das unseres? Ich hab keine. Schon wieder? Oh. Oh Gott, wir beide. Ja, da er jetzt 2 gegen 1 ist, kriegt er den häufiger. Oh, scheiße. Wer, who died? Du, okay. Ja. Moment, Ditto kann auch Ascent kriegen? What? This doesn't seem right. Das ist fucking cool. Bisschen OP, aber ey. Au. Oh. Oh. Da hat er die Ledge nicht gegriffen. Gegriffen. Gegriffen? Bin mal gespannt, wie die billige Switch kosten wird, die im Juni kommen. So, oh ja, reib's mir rein. Fucking reib's mir rein, dass ich die zum Vollpreis gekauft habe. Ich bin aber ganz ehrlich, das wird dann wahrscheinlich eine Switch sein, die weniger Leistung hat. Von daher. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, weniger Speicher, nehme ich mal an. Ja, auch so. Noch weniger. So, dann jetzt können jetzt Chili und Santendo rein. Genau. Wechsel mal. Na, 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 na. Und hier für die Leute, die eventuell noch die ID brauchen. Ich wechsle halt immer mal so meine Charaktere durch, so die ich mag. Saki. Snacky. Schnieke. Oh, ah, shit. Hilfe. Shit, it's Ganondorf. Ich bin doch gerade noch am Einschütten. Am Einschütten? Könnten wir doch nicht einfach hier, aber den Countdown. Ja, ich bin ready. Ja, jetzt im Juni kommt irgendwie eine andere, so eine Switch Lite raus, sei man eine Switch Zero oder so. Ist genauso wie Nintendo DS und Nintendo DS Lite, also. Rottenonack, oh nein. Vielleicht ein bisschen formschöner, aber vielleicht ist auch ein bisschen schlechter von der Kapazität. Einfach die günstige Alternative. Okay. Die Purple 100 Bonus ziemlich sagt jetzt mag meine Bombe einfach nicht mal, dass ich besser als sonst jetzt schon dreimal getroffen. Thanks, Gamer, danke für die Subs. War, by the way, good game und so. Muss man ja immer noch sagen. Ich vergesse das nur immer, weil ich, ne, mach sowas nicht so häufig. Ach du Scheiße, ist das Vulpix. Ah, Hilfe. Kann so, dieser Sturm einen töten? Ich weiß es gar nicht. Ja, kann er. Ab hohen Prozenten kann er das. Da war meine Tinte alle. Hälfte. Danke für das Attempt beim Retten, aber hat nicht so ganz funktioniert. Was habe ich da und wieso habe ich das? Das war wahrscheinlich Mimikyu. Nee, oder? Nee, ich habe mich mit meinem eigenen C4 getötet aus irgendeinem Grund. Oh, nice. Das passiert mir auch schlimm. Boah, Alter. It hurts so much. Bam! I will hit you. No, no. There. Mimi. It's showtime. Oh, nee. Okay. Da sind Dinge passiert. Explosion! Drecksblizzard. Oh, da hinten bin ich. Oh, fuck. He straight ran at me. Fire and will. Brrrr. Brrrr. Snake. Why do I jump there? Doria. There.
Oh, geh weg! Der schiebt nur, der macht keinen Schaden, ne? Just so you know. Ja, trotzdem. Das ist dennoch nichts, was ich haben möchte. Nice! Oh, so! Sick him! Nee, nichts mit Doria. Nicer Kill! Antäuschung mit langsamer Kiste und dann einfach die schnelle Kiste. Oh nein! Ich weiß, dass man sich da während des Smashes bewegen kann, aber ich mach's meistens nicht, weil ich dann den Leute immer aus dem Smash rausnehme, was eigentlich nicht mein Plan ist. Da war niemand. Alter, was ist hier der Drop von fucking Legendaries? I'm dead. Ich hab's nicht eingestellt oder so, also das ist alles wirklich Zufall. Es ist noch machbar für dich. Ja. Wenn nicht wieder das Äquivalent zu fucking Pokémon Gott und Satan auftauchen. Zu Gott und Satan. Das hatten wir vorhin in dem Match. Auf einmal sind da Arceus und hier Giratina. Giratina. Lol. Oh fuck. Jetzt wird langsam schwierig. Ja, Palkia ist richtig. Alter, was ist das? Alter, er hat den Screen umgekickt. Wie die fucking kick the screen. Alter, ich habe noch nie so eine extreme Fox Forward Smash gesehen, dass er einfach den Screen umgekickt hat. Der will brutalste Flip Kick. Alter, good game. Ich habe Flip the Table gehört, aber noch nie Flip the Screen. Dang. So, jetzt sind dann ja Sephiroth und Avalon, I guess. Oder war nicht Janoko? Oder Janoko, ich weiß nicht. Wer war als nächstes da? Die dürfen dann bitte in die Arena. Endlich Arena. Ich wechsle mal. Oh, dass man selbst bei der Stage wechseln da raus muss, ist das. Das ist ja nervig. Ich verstehe auch nicht, warum sie das so gemacht haben. Das Lobby-System, da können sie noch mal ein bisschen dran arbeiten. Kommt vielleicht noch. Ja. Ich will die ganze Zeit. Sephiroth, du müsstest noch mal kurz raus, damit ich mit Shosh in einem... Wieso? Wir geben die Teams doch sowieso Manuela. Ach ja, nee, das war meint. Ich bin blöd. Ah, nein, ich kann nicht... Fuck. Kannst du blau sein? Danke. Genau, oh, perfekt, danke. Ja, das super. Oh, was? Teams dürfen nicht... Was? Hä? Hä? Wieso die Teams... Wie die? Das war doch gerecht, hä? Oh. Ja. Purple 100 so, Bonus, Zinn, ich hätte das Spiel auch, aber ich bin so schlecht, dass ich euch. Ja, Hartmann, ist doch nicht schlimm, aber danke nochmal für die Unterstützung. Ja, auch und, von mir, vielen Dank, mein Duden. Ich meine, wir sind auch nicht beide competitively und so, ne? Wie gesagt, wir machen gerade fucking casual, wir machen mit Pokebälle. Hallo? Also, was ist das dann, Turnier? Wenn alle durch sind, World of Light, ja, natürlich. Den Scheiß tue ich mir nochmal an. Oh ja. Oh, nice. Oh nein. Die Stage, die noch mehr Stage nach einer Zeit kriegt. Das ist nicht toll. Up your ass. Ja, bin ich. Nee. Ich kenne mich aus mit beschwörbaren Monstern. Ich möchte bitte haben. Dankeschön. Nikita Banana. Aha. What the fuck? Alter, ja, gib's mir. There. Oh. Ich versuch die ganze Zeit einen bestimmten Input rauszukriegen, aber. Auch schön, wie sich mein Arcfire und sein. Wow. Und sein mein Ehagon und sein Arcfire einfach gekreuzt haben und ausgecancelt haben. Kann ich an der... Okay. Oh nein. Oh, das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Nice. Das ist so much Spielspaß.
Wer hat sich den Blödsinn denn ausgedacht? Ja, ich verstehe auch nicht, warum man vor allem bei einer Helfer-Trophäe und bei einer im Pokémon diesen Effekt haben muss. Oh, guck mal, das Wurlpix kriegt das ist ein regulärer. Ja, geil. Das war bei Jacob gerade ziemlich gut. Au, au, au. Oh, fuck. Oh mein Gott, wieso ist das Ding so schnell? What? I am confused. Dinge passieren. Au. Au. Das bist du. Oh. Ja. I am so confuzzled. Ich hätte es dir beinahe versaut. Ist egal. Schlitzen auf. Die schon immer die Kehle aufschlitzen. Okay. Oh, I'm still alive. Was? G-Bagging? Was? Okay, bei DDD akzeptiere ich das noch. Hi. Ja. Au, au, au. Belassen. Oh, nice. Ich lebe, Bitch. Ach, das ist deins. Sehr schön. Mhm. Ich bin hier oben, Alter. Warum? Aber auf der Stage sind die gar nicht mal so gut. Nee. Ja, dass ich dabei draufgehe, war klar. Ich komme mal ein bisschen zu dir, weil ich hasse es, wenn der Screen so extrem weit... Oh, nice. Das ist nicht gut. Ich habe kurz gemerkt, so, Moment, wem gehört das Keldeo? Ach so, nicht uns. Gut. How about you two fuck off? Boah, Alter. Tschüss. This is not fun. Oh Gott. Oh ja, jetzt. That's a spicy meatball. Yeah. Alter. Ja. Dinge sind passiert schön. Wieso habe ich immer noch dieses Geräusch? What the fuck? Okay, jetzt nicht mehr. Sandwich them. Oh, und die Sage geht wieder weg, okay. Ist doch gut. Das ist Mauzi. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Cash Money ist los. Kannst vergessen. Tor. Jesus. Au. Oh Gott. Costoso ist böse. Tschüss! Ich wurde einfach mal in die Stratosphäre geuppercuttet. Oh nein. Also du und Sephiroth haben noch 2 Leben und Janako hat noch 1. Damit du weißt, wen du vielleicht priorisieren sollst, ja. Damit du ein One-on-One kriegst. Ah, nicht so easy. Oh nice. Gardevoir. Das bringt sogar gut gegen Robin. Ja. Uff. Oh, come on! Der letzte Millimeter. Nun. Tschüss. Dead.
Wenn du in Gardevoirs Bubble bleibst, dann kannst du sogar nicht von Robin getroffen werden. Ja. Fast alle seine Sachen einfach Fernkampfattacken sind. Also zumindest seine Specials. Du kannst einen Gordo übrigens, wenn du ballsy gehen willst, zurückhauen. He just doesn't die. Das ist nicht dein Bullpix. He just doesn't die. Er ist ein Fatty, was erwartest du? He will not die! Oh, nice. Schön, Lugia. Favorite Legendary und so. Chotomate! Oh, nice. It's showtime. It's showtime. It's Chotomate time. Der Janako sollte tot sein. Aber nicht? Das ist doch lächerlich. Und jetzt haben beide natürlich, Alter. Ja, viel Spaß. Sind beides Dash-Angriffe. Also gut, einer ist ausgewichen und der andere ist jetzt, den kennst du ja, den Hammer. Ja. Die Hitbox vor ihm. Nice, Swift. Wow, wow. Ich hätte gedacht, dass du Janako als erstes killst, aber nein. Du hast einfach zwei Leben von Sephiroth gekillt, bevor du überhaupt Janako jetzt killst. Sofern. Peace Corps, genau, das sehe ich auch so. Okay. Oh, okay. Ich hab vergessen, this is a pretty stressful situation. Oh ja. Ich hab vergessen, wie es heißt, das Pokémon. Wie heißt nochmal das Magen-Darm-Pokémon? Das Magen-Darm-Pokémon? Ja, dass so seine Gedärme als Faust benutzen kann aus Sun and Moon. Ach du Scheiße, Ufa, dankeschön. Ufa. Du hast auch heute irgendwie den Rückwärtstag, ne? Ich nenn's gerne das Magen-Darm-Pokémon. Oh, Vorsicht, die rollt. Oh, spicy! Spicy! Jesus. Alter! Alter, oh, Alter! Fucking die already! Dein Up-Tilt ist mega, ein super Kill-Move, hat nur eine. No! He didn't fucking die! He dead! Oh, good game, dude! Alter, good fucking game! Aber du hast Sephiroth einfach zwei Stocks weggenommen, bevor er gestorben ist. Das war's. Wie das Maul zieh aus Smash, ich beschmeiß euch mit Geld. Ja, Brad, du beschmeißt uns wirklich damit mit Geld, aber trotzdem großes Dankeschön. Ja, GG's. Du hast mir damit wieder Switch Online für den Monat, wo ich es mir jetzt geholt habe, wieder gesponsert. Surely, you Justin. You didn't fucking die! Ich hab so viele Treffer gelandet! Eddie? Bleed Purple 100 Bonus 10 DDD destroyed. Bleed Purple! Ach, vielen Dank, X-Gamer, auch dir. Alter, vielen Bleed Dank, Leute, Purple. Generell heute. Plus 10. Plus 10. Plus überbelichtet sein. Ja, ich hab heute kein Facecam. Ich hab mich in der Messestecherei mein Gesicht verschandelt. Oh. Ach, ist ihm so. Ja. Oh, Genesect, nice. Snivy! Du gehst in den Laser rein. Nein, du gehst in den Laser. Oh, fuck! Oh, fuck. Nice! Ich hab ihn da getroffen gehabt, aber es war irgendwie total dumm. Was denn? Assi! Bin ich. Achso, das Igamaru ist nicht von uns, okay. Boah, Alter. Ich konnte nichts sehen. Ja, okay. Mimik you, nice. Mimik mal. Aber was hab ich denn jetzt schon auf? Was ist hier los?
kleinen Stages ist das mit Puck und Wurst halt absolut bastet. Ja. Oh, ich konter gleich fucking. Ich hab den. Oh ne, er hat ihn mit seinem Kopf gefangen. Sehr schön. Dinge sind passiert. Explosion. Wo bin ich denn, Alter? Au, 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 au. Ach Mann, ich hätte zurückgehen sollen. Hast du gerade getauntet? Oder war das ein Smash? Also, ich mein Pascal. So. Hat er beide getroffen? Hat uns beide getroffen? Ich weiß. Nee, okay, mich. Okay. Nee, nur dich, okay. Gut. Ach. Oh, du bist tot. Wow. Tetracorn. Ich bin so richtig useless gewesen. Not enough. Ahego. Nein, der Pokéball kommt noch auf die Stage. Nee, doch nicht. Bullrö. Alter, Lunana. Ja, ist richtig. Laser. Alter, Jesus. Das war eine Fetzung sondergleichen. So ein Ruleset ist Fettis cool. Einzusetzen, immer besser. Ja. Muss Andy das Batman nicht siegen? Ja, das hat leider nicht so gut funktioniert. Also, der ich Joker auch mag, ne? Aber er ist leider zu Leichtgewicht, als dass er hier klarkommen würde. Ja. Echt mega leicht. Ich brauche wirklich den Schimmelaffen. Den Schimmelaffen? Den was? Den Schimmelaffen. Wähle deinen Kämpfer. So. Ah, GG, doch. Das war saftig. So, Kano und John. Und danach können auch neue Leute joinen. Ich glaube, dabei machen wir aber dann eine neue Runde auf einmal, oder? Mhm, mit neuem Ruleset. Ja, machen wir ein neues Ruleset und dann, ja. Der Knaller? Der Knaller? Ja, da müssen wir aber All for One. Ja, okay. Da würde ich sagen. Der Knaller, All for One und dann die Deathbox. Die Deathbox? Also das, wo du wirklich nur sterben kannst, wenn du da an die untere linke oder untere rechte Ecke kommst. Oh Gott. Oh Gott, das Ding, ey. Kann ich wieder rein? Ja. Noch jemand? Na, wir machen ja hier nach der neue Runde auf. Also von daher. So, warte mal, du. Achso, also rot. Ich war schon rot. Na gut. Dann so. Oder. Hä? Fuck it. Okay, no, jetzt noch. Oder. Hä? Okay, Jungs, das üben wir nochmal. Ich und Shadow ein Team und ihr ein Team. Ist sollte nicht zu schwierig sein. Hm. Team, hallo, hol. Hi, hol. Die wurde halt noch durch seinen Schädel, als Shadow sagte, ich hab dir das Gaspedal gefunden. Oh boy. Ein Hol, der singt und der ist froh. Hol. Nimmt Annie wieder Drogen oder zu wenige? Die jetzige Mischung noch eine Idee? Sich gut. Also, Hoshi, jeder Mensch freut sich über Fanart, auch ich, also... Wenn du Ideen hast und sie umsetzen kannst, tu es. Aber denk dran, Fanart, kein Porn. Ich nehme beides. Ach, der Richtige. Pardon. Ich weiß, wovon ich rede. Hast du mich gerade... Hat mich... Was? Ich hab gar nichts. Du wirst es sehen, wenn du es verstehst. Hast du mich gefutzt oder nicht? Wie? Ich weiß es nicht. Oh nein, jetzt müssen wir gegen 3 gegen 2 kämpfen. Ich schmeiß einen Bitte und Ditto runter, ne? Ditto! Ach, fuck! Affe macht klar, fuck! Wow, ich bin wegen deinem Angriff gestorben! Team! Erdbeben! Los, in eine rein, Pokémon!
Mach sie fertig. Los, Otaro. Töte. Gott, ich hasse diesen Smash. Und nicht der Move. Ich hasse ihn. Ja. Es ist so, du nimmst einfach... Wow, ja, geil. Ja. Und ich wusste nicht, wo ich war, und deshalb bin ich gestorben. Schön. Oh, Alter, ja. Du hast schon keine Leben mehr? Nee. Welcome to space, bitch! Du hast auch nur noch eins. Die haben jetzt jeweils noch zwei. Oh, nice. Oh, shit. Dein Kyogre. Ja, oh Gott, wo bin ich? Ich bin immer noch im... Ich bin immer noch... Kokowai, beschütz mich! Du kannst froh sein, dass du nicht 90% hattest, sonst wärst du tot gewesen. Das Problem ist, Kokowai hat auch die beschützt. Ihr seid nicht gefangen mit mir, sondern ich bin gefangen mit... Oh, fuck! Große Worte für jemanden, der ein Schwert in seinem Unterleib stecken hat. Ich hätte nicht gedacht, dass das da durchgeht. Ja, doch. Kokowai besteht auch nur aus Holz, da kommen so scharfe Objekte durch. Ja, einfach durchgepiekst. Das ist richtig morbid. Alter, kannst du doch nicht machen. Das ist ein Kinderspiel. Dann mache ich mal eine neue Area auf. Arena 51 und so. Alter, kannst du doch nicht machen. Das ist ein Spiel für Kinder. Shorty ist eine Leiche? Ich dachte, das soll ein Film für Kinder sein. Oh, Skill Levels, Public, Team Battle, Rules. Show me your rules! Loser Lease, fuck it, ist egal. Partner mit Passwort, schön, so. Ich dachte mir, probier's mal. Ich wollte das selber probieren. Ich wollte mit meinem Down B da durchkommen. Und das, was ich jetzt sage, werde ich eventuell bereuen, aber mein Schwanz war nicht lang genug. Oh Gott! Es gibt die du, bab, bab, die dam, die bam, up, die bub. Skip die bab, dab. Papi, 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 papi. Papi, papi? Genau das so. Papi, Bros. So. Ja, gesagt. Genau. Genau das. Oh, da hat jemand gefordert. Ich sage sofort Dankeschön. Kurz Moment. Ich muss gerade Zeug machen. So. Mein lieber Mario Kart Pro. Dankeschön für den Follow. Okay. Und Mario Kart Pro, auf dir. Danke bei mir fürs Followen, mein Duden. Fancy. Fancy Dude. Fancy Double. So, jetzt sind wir wieder da. Bleib mal bei dem, wo ich bin. Ich behalte nochmal Radli. Und für diejenigen, die jetzt beitreten wollen, das ist die ID und das Passwort ist dasselbe wie letztes Mal. Und ja, jetzt ist halt, jetzt immer noch Team Smash? Aber wir können ja vier verschiedene Teams nehmen. Gut, okay. Fair. Weil ich hab das jetzt, das hätte ich im Ruleset einstellen müssen und das hatte ich jetzt nicht editiert. Ach so, das basiert ja immer da drauf. I'm sorry. Aber jetzt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, Bleed Purple 50 Bonus, Alter, 5 MR Shohi. The fuck is wrong with you today? Hat der einen Banküberfall? Wahrscheinlich. Irgend sowas. Dieser Braten steckt voller Überraschungen. Warte mal, ich gebe euch den mal länger. Ich lasse das einfach offen, bis ich sechsmal so das Plop-Sound gehört habe. Einmal. Gehen denn Teams aus einer Person? Ja, das geht. Denke ich. Andi Dore? Bleib. Der hat mein Emote benutzt. Boop! Wer hat geboopt?
Die Real Moxon hat bei mir geboobt. Dankeschön für den Follow. Und moin moin Tschernobyl. Lol. Das ist ein schöner Name. Ja, ne? Elko. Oh, mir wird aber gerade echt warm, ey. Entweder mal muss ich gleich mein Fenster aufmachen. Oh, ich stream ja gerade nicht mit Cam. Ich kann hier nicht hier aussehen. Ah, schön. Mach mal aber kurz bei mir, oder? Fenster auf? Ja, doch, mach kurz bei mir Fenster auf, weil es gerade zu warm. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, kloppt euch drum, weil jetzt die Leute, die da sind, die waren sowieso schon jetzt mal dran. So, jetzt müssen wir, jetzt gucken wir mal, wie gut die Leute Farbenlehre können. Alle müssen verschiedene Farbe wählen. Mhm. Am besten sagen wir einfach direkt so, ich und Shadow unsere Farben. Shadow, also ich will rot. Blau. Ja, dann bin ich grün. Ich will rot. Ich will grün. Ja. Ja, also, ja. Also, ja, wir haben ja nicht, unsere Community besteht ja nicht aus 10.000 Leuten, wo wir immer mit anderen Leuten spielen können, also. Ja. Also, die bittere Pille muss man schon mal nehmen. Mhm. Also wir werden jetzt trotzdem Leute, die neu sind, erstmal bevorzugen, bevor wir andere dann reinlassen. Aber wenn dieselben nur noch alle drin sind, die schon mal dran waren, ja, kommt dann rein. Bringt das ja nichts hier zu warten, wie so ein Sucht hier. Also. Ja. Von daher, kommt rein, kommt in den Ring. Wir warten jetzt. Genau. Also das Shadow ist rot, ich bin grün. Und ihr könnt dann euch zwischen Gelb und Blau entscheiden. Wieso habe ich denn schon wieder falschen Kämpfer? Fakt ist. Falschen Kämpfer. Ich hab doch den anderen Typen genommen. Den falschen Mampfer. Bei wem ist dieses Klopfen? Das ist doch noch von der Kernmaschine. Ah. Okay, wir können fast alle Farben bislang. Ja. Mhm. Ja, nein. Mhm. Ja. Ja. Fuck. Ah. Nein. Oh. Ach. Oh mein Gott. Eddie? Ich kann zählen. Ja. Nein. Yes, I guess. Jesus Christ. Oh Gott. Ja, Gott, Kinder. Oh, ich wünschte, ich hätte es nicht eingestellt. Oh, meine Güte. Farben ist nicht schwer. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ja, this is fair. I'm just hitting people. Wieso ist Elko schon am Rumfliegen wie sonst was? Jesus, okay. Okay, okay. Hab ich etwa den Launch Speed auf 2,0 gestellt? Hoppala. Ei. Das ist. Ach, ich liebe Ping-Pong. Warum bin ich der Einzige, der davon gestorben ist? Chaos. Okay, Pascal kommt nicht mehr raus. Ich helfe dir mal. Wo bin ich denn? Wieso bin ich schon wieder tot? Wo bin ich denn? Achso, ich bin ja gerade am. Ich mach mal Ultra Instinct, ne? Ah, ich bin tot. Chill. Bin ich tot? Nee, ich lebe noch. Jetzt! Achso, jetzt bin ich tot. Nee, stimmt gar nicht, oder? Nee, du killst erst auf 100%. Ah, jetzt bin ich tot, ja. Okay. Guck mal, Shadow, fällt dir was auf? Es ist flüssig und es ist so viel Scheiße am Laufen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Ja, irgendwas ist doch echt. Schmarsch!
Okay. Wo bin... Glückwunsch, Pascal, du hast gewonnen. Derjenige, der alles versaut hat, gewinnt auch noch. Ich glaube, es geht. Lol. Aber Elko hat sich, glaube ich, einmal gesuicided. Also, wir hatten wirklich eigentlich eine faire Chance. You got literally two options. Blau und gelb. Die ID ändert sich jedes Mal, wenn, ich eine neue Arena aufmache. Und ja, die hat sich geändert. Shadow ist rot, ich bin grün. Ihr müsst euch nur zwischen gelb und blau entscheiden. Das heißt, einer wählt am besten gelb und der andere richtet sich nach dem anderen dann aus. Ja, das funktioniert auch nicht. Wir sagen am besten einfach, welche Person welche Farbe haben soll. So, komm, Stream. Elko, hopp. Elko, du machst gelb. Oder Elko war ja gerade eben. Elko war ja gerade, never mind. Sorry. So, genau. Gut, Moxon macht gelb. Moxon, du bist gelb. Elko, ich trete dich gleich, ey. Jesus. Danke. Ich kann kicken. Ach, das kannst du? Ich kann kicken, ja. Ich kann kicken. Ich kann kicken. Falco und Kick. Wusstet ihr, wenn sich die Arena-ID ändert, ändert sich die Arena-ID? Hm. Okay, Moxon, du bist gelb. Chili, du bist blau. Okay? So. Okay. Are you kidding? Genau. Ja. Seht ihr. Schön! Es hat funktioniert. Is possible. Es ist nicht, dass man irgendwie eine Nuke bauen muss oder so. Oh Gott, oh nein. Das auf einer normalen Stage? Das wird doch nix. Hast du echt mehr Launch Speed? Ja, weil dieses Ruleset eigentlich nur für die Deathbox Wow! Mein Side-B ist einfach mal tödlich. Okay. Okay. Alles klar. Und tschüss. Oh, ich sag sofort danke. Moment. Ich muss eben mich hier aufs Match konzentrieren. Das ist ja nicht mal ein Match. Alter. Das ist nicht mal ein Match, ist das. Au. Please no. Alter. Oh. Ich wollte die eigentlich aufheben. I got fucking robbed! Ridley, wo er Ripley? Ich wurde beraubt! Alter! What else? Ich weiß nicht, ob wir wirklich so lange gestreamt werden. I just got fucking. Alter! Wir brechen die Runde mal aus wesentlich runter. Ue, ue. Es war interessant. Also Watersky, Dankeschön für die Bits. Beim zweiten Mal dachte erst, Andys Map würde twerken, anders oder so. Auf jeden Fall twerken, also warum? Wieso twerk? Watersky, ich hab mir nicht so den twerkenden Wario oder so die Stage gehört. Die gibt's nämlich auch. Twerk, das ist, glaube ich, einfach nur Shake It oder so. Oh Gott. Ja, Chili und Janako, denke ich mal, ne? Ja. Oh. Green ID. Get up there. So, Janako, du bist gelb. Alle die Trommeln. Oh, das war schön. Side-B war wohl doch nicht der Win-Move. Rush B, Rush B, Rush B. Zucker.
Oh, herrlich. Ich verstehe nicht, was er will. Wir spielen Uno. Rush Blue, Rush Blue. So, der Raum ist eh voll. Am besten die Leute, die waren, auch wieder lieben, ja. Falls andere noch dazu wollen. Ich meine, zugucken könnte er durch über den Stream. Müsste er nicht in der Arena bleiben. Eben. So, wer jetzt noch? Chili? Weil die anderen beiden sind da in der Waiting Area am rumchillen und Sephiroth ist noch am Selecten. Ja, die Arena ist voll. Da können wir jetzt auch nichts gegen machen. Jetzt ist ein Platz frei geworden. Jetzt ist ein Platz frei. Ich habe übrigens nicht gekickt. Achso. Vergeben, frei, vergeben, frei. Weil ich weiß nämlich nicht, ob wenn Leute gekickt werden, ob die wieder joinen können. Ich bin grün. Guck mal. Shit works. Das funktioniert ja. So, jetzt frage ich mich, welches Stage jetzt wieder kommt. Gesagt, was Ruset war eigentlich für die Deathbox konzipiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt freie Stages kommen. Wow. Freie Stages für freie Gems. Diese ja, ich bin... Again, wow. Die Reichweite ist, also die Launch-Rate ist brutal. Das 2-0. Ist schon unrealistisch irgendwo. Hätte es vielleicht weniger einstellen sollen, aber wie gesagt, die war eigentlich für die Deathbox konzipiert. Immerhin bin ich nicht als erstes tot. Bleed Purple 100 Bonus. Ich weiß nicht, was passiert, aber was es ist lustig. Grade. So muss es wirklich sein. Zeichen, Ausrufezeichen. Oh, okay. Du willst also da drüben sein. Trigger. Rar. Oh oh. Alter. Oh, Alter. Na. Okay. Sollte ich vielleicht das Launch Rate auf 1-0 stellen? Ich weiß nicht. Alle anderen müssen auf random stellen. Das Ruleset ist echt, Alter. Die Launch Rate ist viel zu heftig. Alle anderen müssen auf random stellen. Ja, okay, dann stellt mal alle auf random. Ich habe eine Stage ausgewählt. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Weil ich habe jetzt beim Ruleset war es so, Stage ist halt Choice. Und ich weiß aber nicht, wer wirklich auswählen darf und wer nicht. It's useless. Random Stages werden nicht berücksichtigt. Das ist rassistisch. Ach, guck mal. Kiba. Da ist doch mal wer Neues. Genau, und dann kommen jetzt auch Kiba dazu und dann haben wir das doch. Ich würde aber definitiv gerne nochmal heute Size Does Matter ausprobieren. Okay. Okay. Ist es denn auch wieder für 4 oder? Ist auch wieder für 4. Also ich kann es zumindest, ich kann es so einstellen, dass es dann wirklich All for One ist. Ja, mach das dann mal lieber. Dann haben wir uns, dann haben wir den Stress nicht. Bleed Purple 50 Bonus 5. Ich habe so viel Geld geschmissen, dass die letzten Bits einfach. Das tut mir leid, dass die deine Bits übergangen wurden. Gut, dann werde ich jetzt blau sein. Werden übergangen? Was zur Hölle? Hackbraten, vielen Dank auf jeden Fall. Jesus. What is going on here? Aber ich hab doch auf was passiert gerade, da hab ich doch reagiert. Das davor war Andy Dory, beziehungsweise Shoshan Hai. Vielleicht hab ich das gerade übersehen, weil zu viel abging. Also, dann tut's mir leid.
Ah, Deathbox. Fuck. Close line. Wo bin ich? Ich hab mein Limit. Breaking my limit. Ich brech mir gleich das Genick, wenn das so weitergeht. Zeit für mein Finisher-Knack. Nein! Also Tipp, um schnell wieder Boden zu gewinnen, versuche in das Ding oben reinzukommen. Achso, du bist tot. Nee. Tipp zum Gewinnen, versuch zu gewinnen. Bleed Purple 50 Bonus. Alter, Kiba ist schnall auch nichts mehr, also kann's auch an mir gelegen haben. Schön, du machst dir Spaß. Oh, jemand ist tot. Ich komm mal spielen, ne? Hab Spaß. Das ist doch volles Stream Sniping, der hat doch gar keine Chance. Ich hab nicht auf nichts mich gerade konzentrieren können. Hab ich eine Bombe geclotheslined? Du hast meine Mine aktiviert, die ich auf den Boden gelegt habe, genau während du deinen Grab gemacht hast. I cannot block this. Are you kidding me? Genkaioka. Ich spreche Japanisch. This is my life now. This is my life. What has my life become? Hi. Was geht? Wo bin ich, ey? Du bist gerade respawned, weil ich nicht gekillt habe. Ich hab gerade gedacht, Fuego hat gesagt, fuck. Ja, das. Oh, oh. Achso. Fuck. Not again. Treff doch. Nein. Rette dich mal, ne? Oh, never mind. Hä? Du warst zu schnell, als dass du durch die durch das Teil oben durch hättest gehen können. Hit detection is worthless. Oh, herrlich. Okay, das kann man nur eine gewisse Zeit lang ertragen. Okay, einmal noch. Ein Raum okay, machen wir noch. Okay. Macht wieder alle random, weil jetzt möchte ich mit der Warp Zone das mal ausprobieren, ob okay. Das auch funktioniert. Erstmal raus. Oder? Nee, also das jetzt noch einmal hier Ach so. Mit dem Ruleset und Ach so, okay. Dann mach ich ein neues Ding noch. Ready? Genau. Oh, super. Sehr schön. Ihr könnt farben. Sicker Shit, Alter. Und wie gesagt, ich dachte mir mal, wenn wir schon Smash spielen, dann heben wir uns bitte ab von der großen Masse auf Twitch, die nur competitive spielen, indem wir einfach mal fucking Ultra Instinct gehen und einfach super Custom Stages spielen. Oder in anderen Worten, du hast Angst, dass Sui Blut leckt und dir den Arsch aufreißen möchte. Ja, da hab ich sowieso Schiss vor. Ich mein, zum Glück ist Gaudi noch nicht hier. It's your boy. Fuck. I don't even.
Das ist ja für mich fast noch schlimmer als, als die Deathwalks. Wenigstens fliegt man nicht so weit weg. Ja, aber... Alter. Wo bin ich denn? Ja, wo bin ich? Du bist wahrscheinlich unten im Boden. Du bist unten im Boden, du musst einfach nur hochspringen. Ich kann... Noch nicht? Ah, oder du stirbst. Hä? Wodurch? Du warst im Boden der Stage drin. Das Gimmick hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Oh. Also, dich hat die Stage gekillt. Das ist doch nicht Alter, Alter, der Juggle. Der Gaudi war da, stimmt. Oh. Da kam es da. Hallo. Genau, das sollte hätte eigentlich passieren sollen, aber du warst irgendwie in der Stage so drin. Die Hit-Detection hat dich einfach nicht. Ja, das habe ich schon verstanden, aber Alter, was ist das für ein Bescheiß? Alter, du blockst sowas nicht. Genkaioka, fuck! Genkaioka! Genkaioka, mein Arsch! Hackblatt, nochmal danke für die Bits. Vor 5 Minuten. Aber Handy, müsste das nicht eigentlich Yoga-Genka heißen? Yoga-Genka? Yoga-Genki. So, gut, dann mache ich noch wieder eine neue Arena. Letzte Oder beziehungsweise Worte. Sollen wir Pascal und Kiba noch das Ja, die haben ja schon. Lassen? Also wenn, dann lieber in einer Runde, wo nicht so ist, ne? Okay, gut. Dann mal jetzt noch Size Does Matter. Capture Card wieder. So, wegmachen. Publik, diesmal aber One-on-One, Three-Player-Smash, Four-Player-Smash. So. Ruset. Size Does Matter. Rotation, next. Ich hoffe, das passt. Jetzt habe ich nur noch 2 Buchstaben, alles klar. Und dann mache ich halt das neumodische Deutsch. Den Satz, kann den Satz nicht richtig beenden. Macht doch nichts. Hat doch nichts. So, Moment, du kriegst sofort. Blutiwurst. Ich mag Blutiwurst. Ist so wurstig, blutig Wurst. Aber man merkt mal echt, also bei 4 Player ist es echt um so vieles besser, wenn du einen Dicken nimmst. Mhm. Ein Dicken? Was? Asterix. Dick hat er gesagt. Dick hat er gesagt. Asterix. Asterix, dummer Wichser hat er gesagt. Asterix. Ah, die Berliner Version. Aber ich muss sagen, ich mutter mir gerade, ihr muntert mir den gerade extra. Das ist doch schön zu lesen, Batman. Das ist echt schön. So. Lange nicht mehr so gelacht, so muss das. Thick. Extra thick. Ich hätte es eigentlich extra thick nennen sollen. Weil jetzt habe ich einfach, auf die Größe kommt an. Auf die Größe kommt an, Alter. Weißt du, kommt an. Großer Döner mit einmal alles und Zwiebeln. Und mach extra Soße. Mit oder unscharf? War ich mich eigentlich schon im Ring? Ne, ich bin noch nicht im Ring. Und ist blutig Wurst. Sie ist blutig, ist müfflig. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt abläuft.
Das wird wirklich interessant. Aber ich möchte halt irgendwann nochmal, also irgendwann mache ich glaube ich auch einfach nur Online-Runden gegen irgendwelche Randoms. Mhm. Also Quickplay, weil da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ob ich da überhaupt eine Chance habe. Du wirst ja mit gleicher Smash-Power gematcht. Oh, wow. Ja, aber fix hier. Benutzt ja auch immer dasselbe Passwort, von daher, sobald die nur wissen, wie die ID ist, können sie einfach das Passwort mal eben schnell rein smashen. So, jetzt könnt ihr wirklich einfach alle, wenn alle irgendwie random nehmen oder so, dann, ich habe nämlich Stages eingestellt, die wirklich auf dieses Ruleset, glaube ich, passen mit random. Okay. Und es ist keine Custom Stage drin. Oh, Gott sei Dank. Also es ist wirklich nur alles, was bereits existiert. Weil deine Custom-Stages sind manchmal echt huiuiui. Ich habe versucht, die Stages so zu machen, dass du bist zwar stärker, wenn du groß bist, und da ist ja halt so das Gimmick, auf die Größe kommt es an, aber gleichzeitig bist du auch eine größere Hitbox. Und das habe ich versucht, mit bestimmten Arenen hinzukriegen. So, wer jetzt noch nicht so häufig war, ich glaube zum Beispiel Dopara war bislang nur einmal. Mhm. Und Kiba hatte jetzt auch nur ziemlich beschissene Runden. Ja. Also ihr beiden dürft gern rein. Was danach ist mir relativ wumpe. Wie gesagt, Maxi Gamer, die blende ich halt so lange in dem Stream ein, bis halt der Raum voll ist. Jetzt ist der Raum voll, jetzt bringt's dir sowieso nichts mehr. Aber ich glaube, man kann gar nicht 8 Smash einstellen. Also gerade wo ich das einstellen konnte, war 4 Smash wirklich das meiste. Also online kannst du gar nicht 8er Smash machen. Die wussten, dass das nicht funktionieren würde. Auf den Döner kommt es an. So, aber was machst du auf die Döner? Dopara, du darfst. Dopara, hallo. Du darfst. Quickplay ist manchmal funny, aber wie gesagt, es kommt halt echt auf deine Smash-Power. Und du wirst am Anfang wahrscheinlich auf den Sack kriegen, weil wenn du mit dem Charakter den Classic-Mode gemacht hast, hast du eine hohe Smash-Power. Du kriegst einfach Smash-Power, obwohl du nur Classic-Mode gespielt hast. Ach du Scheiße. Dann wirst du runtergerankt und dann bist du in deinem Skill-Level. Beziehungsweise halt, klar, es könnte auch jemand gerade auch gedroppt sein, obwohl er ein gutes Skill-Level hat. Aber ich merke schon, ich bin hier fehl am Platz. Die dicken Männer und... Oh. Ja. Ja doch, okay, war richtig. War richtig. Hä? Helfer-Trophäen? Hatte ich Helfer-Trophäen eingestellt? Lass sie dich nicht einsetzen. Ach, fuck. Der Netcode ist saftig. Der Netcode ist super saftig. Oh. Okay, da bin ich genau reingerannt. Das sind aber schöne Titten. So dead. Defeated. Aber irgendwie kommt da jetzt nicht die Sachen, die ich dachte, dass die kommen. Bisher habe ich kein einziges großer oder kleiner Mach-Item gesehen. Vielleicht habe ich wieder die Sachen gespeichert. Alter. Einer von euch hat massiv Lags, Alter. Das kann auch einer von uns sein. Auf einmal? WLAN. WLAN und so. Boah, Alter. Ja, manche unserer Runden, wo wir nur zu zweit waren, war. Gegen Smash kannst du nicht blocken. Nice. Aber ich weiß nicht, warum ich Helfer-Trophäen aktiviert hatte. Vielleicht übersehen? Ja, kann sein. Ich dachte, ich hätte eigentlich alles auf Set to None und dann habe ich ausgewählt, was rein sollte. Fucking Dickhead! Ja.
Vielleicht kriegst du noch einen Kill durch Andros. Los, spuck mehr! Spuck mehr, du Sau! Der Andros macht ja aber absolut keinen Schaden. Eigentlich sollte das wirklich die ganze Zeit kommen, dieses Geräusch. Sprit, brit, 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 brit. Aber offenbar hast du Helfer-Trophäen mit drinne. Ja, und die kommen am meisten, was ich irgendwie sehr seltsam finde. Aber ich meine, es passt auch eigentlich, weil je größer du bist, desto größere Hitbox bist du für Helfer-Trophäen. Also passt das eigentlich. Also es ist nicht gut, gleichzeitig groß zu sein. What the fuck ist passiert? He just killed Pac-Man. so, das, was in der Kiste drin ist, sollte eigentlich konstant spawnen. Hast du das gesehen? Ja. Zwei Blitze, zwei Giftpilze, zwei normale Pilze. He just murdered Pac-Man. Just murdered Himpy, Dimpy und Wimpy. Natürlich ist Andros schwach, sonst könnte Rüdiger ihn nicht besiegen. Good point. Ich merke schon, also Roy ist hier nicht mein Boy. Es ist ein Platz frei. Jetzt ist wieder. Nee, jetzt sterbe das Match. Achso. Double Bowser Time. Okay. Double the Bus. Double the Bus. Ach du Scheiße. Ah! Schwere. Jetzt wird. Oh, warum eine Explosionskiste? Was kommt? Achso, ein Knuckle Joke. Nucleus. Und Vincent. Fucking asshole. Vincent hilft mir allerdings auch nicht so wirklich. Ja. Ich bin klein. Au. Oh, meine Schädel gespalten. Ja, okay. Mini-Ike. So muss das. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, nein, der Bus. Eve! Ah. Ich bin schon wieder klein. Habe ich Alucard? Ja, geil. Nee, oh, ich hab den Bimbo da. Männliches Bayonetta. Ach so, ich war nicht der Bo. Doch, ich war. Ach so, ich war nicht Player 2 diesmal. Ach so. Ah, jetzt bin ich aber tot. Dr. Willi. Dr. Will. Dr. Willi ist so fucking OP. Sein Homie ist einfach viel zu stark. In irgendeinem Spiel muss er ja mal OP sein. Ja. Wenn er nicht in seinem eigenen Franchise. Ich bin so emo. Dr. Wowie. Oh nein. We have to say Dr. Wowie, Mega Man. Oh, kennt ihr dieses Video? Das ist so. Oh, warte mal. Während wir hier auf die nächsten warten, ne? Dr. Wowie. Sekunde. Das ist ein super schlechter Mega Man-Dub. Dr. Wowie. So, war das. Nee. Mach dir nichts draus. Wowie ist mega OP. Besonders auf so einer kleinen Stage. Oh, das ist ja toll, Keeper. So, wir haben drei Plätze frei. Ah, there ID we go. Ist Dr. Wowie. What do you make of these? ID ist F1KDW. Seems to be energy resources. Resources. But I've never seen this type on Earth. Einfach ein I don't know where this energy came from, but cannot let it fall into Dr. Wowie's hands. Dr. Wowie.
Dr. Wily. You must recover all the energy immediately, Mega Man. But where is Dr. Wily? That's a good question. We may be able to locate another energy emission from the radar room. When we find that meteor, we'll find Dr. Wily. Es fertig damit. Dr. Wily. Zero. Da gibt's ja noch mehr. I will find Dr. Wily. Wowie. Alter, Fetthausen. I will find Dr. Wowie. Fettshaming. Das ist so ein richtig... Ne, ja, Bild, hier, hast du doch, kannst auch sehen. Stell's dir vor. Imagine this. Black hole. Ey Gott, was mit den Emotes? Oha. Ist da eine Custom Stage bei? Hat jemand eine Custom Stage ausgewählt, Gott, anstatt random zu wählen? Janako sagt, er laggt. Oh nein, das kann sein, dass jetzt der ganze Raum zusammenbricht. Ja, ja, der ganze Raum bricht jetzt zusammen. Ich muss die Arena neu aufmachen. Oh wow, ernsthaft? Nee. Nee, es fällt jetzt an, jetzt bricht's ab und dann bricht die Arena zusammen. Alter, wie retarded ist das denn? Weiß es auch nicht. Alter, Nintendo, fucking fix this. Euer Lobby-System ist echter Bullshit. Also, es ist echter Blödsinn. Weißt du, weil einer laggt von 8 Leuten möglich, bricht der gesamte Raum zusammen. Ja. Wenn einer ein Disconnect hat, ist der ganze... Das ist richtig schlecht designt, Alter. Das ist richtig mies. Dr. Wowie ist schuld. Ich finde diese Autowörter richtig toll. So. So, einmal kurz. Damit ihr die ID noch nicht sehen könnt, bevor der Shadow nicht drin ist. Flop. Nur Flop. Ja. Bloody Wurst. Ja, das ist ein bisschen bescheuert designt. Was passiert, wenn Nintendo auf richtige Server verzichtet? Ja, aber... Ich sag mal, ich sag das immer wieder, sobald du anfängst dafür Geld zu verlangen, ne? Dann kannst du eigentlich Server leisten. Dann hast du auch eigentlich das Recht, als... Dann hast du dir gefällig Server zu leisten. Mal davon abgesehen, ja. Oder du musst dann damit leben, dass Leute Kritik an dir äußern. Zu Recht. Weil, okay, muss man jetzt mal sagen, der Netcode ist an sich ganz gut. Also, klar. Aber wir sind auf jeden Fall weitergekommen als damals vom Brawl. Also, meine Güte. Maxi Gamer, danke für den Host. Wie gesagt, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo man Brawl auf der Wii gespielt hat. Das war... Oh Gott, das war unspielbar. Und jetzt denken wir mal zurück. Wann war Wii? Ja, das ist schon ein paar Generationen her. Allerdings gibt es auch mittlerweile, können andere Konsolen... Also, ne... Auf PS4 hatte ich solche Probleme eigentlich immer nicht gehabt. Das ist eben so der Punkt, auf den ich jetzt gerade hinaus will. Es ist ja schön und gut, dass sie sich verbessert haben. Deswegen hinken die trotzdem Jahrzehnte hinterher. Und dann immer so die Vergleiche mit einer Uralt-Konsole, wo schon damals steinzeitmäßig drauf war mit dem Thema. Also, das bringt's ja echt nicht. Also, Maxi, ich weiß nicht, dafür, Maxi kann ich auf jeden Fall direkt rein, der ist jetzt neu. Also, ich finde trotzdem aber, auch wenn Peer-to-Peer vielleicht besser ist, aber ich finde Server einfach angenehmer. Weil dann wird nur derjenige rausgeworfen oder derjenige durch einen Computergegner ersetzt, der rausgeworfen wurde oder so. Broadcom 2008, ja, kannst mal sehen. Das ist schon 11 Jahre her, meine Fresse. Also es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Ach ja, stimmt, sorry, hat's vergessen. Sowas vernünftig zu machen. Und allein, dass jetzt, wenn einer einen Disconnect hat, dass der gesamte Raum zusammenbricht. Also, dass 7 andere Leute sich sagen müssen, gut, müssen wir halt einen neuen Raum aufmachen. Das ist ziemlich scheiße designt. Ja, das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir echt denke, Obwohl, okay, jetzt die Chance habe ich verpasst. Ich hätte die Helfer-Trophäen rausnehmen können. Die Chance habe ich verpasst. In der Lippe geslitten, oh je. Deswegen rasiere ich mich selten.
Ja, Kishi, willkommen in meiner Welt. Ich habe mich heute auch in einer Messerstecherei aka rasieren. Was macht ihr denn immer? Meine Güte. Einen Langhaarrasierer zu benutzen. Nee, eine alte Klinge verwenden, die stumpf ist. Ach, und Manni. Ach, guck mal, Manni kann denn auch rein, der war auch noch nicht. Hm. Wie rasierst du dich überhaupt, Andy? Du hast doch gar keinen Bartwuchs. Ich hab Bartwuchs. Wo? Dann lass den Bart wachsen. Nicht viel, aber ich habe ein bisschen. Dann lass den Bart wachsen. Nee, weil es scheiße aussieht, weil nämlich mein Bart rot ist, anstatt wie meine Haarfarbe ist, nämlich so. Okay, jetzt blond wollen wir es aber erst recht haben. Dass du wachsen warte, ist. Was? Das geht? Ja, mein Kinn, mein alles, was so um mein Kinn rum ist, hat so eine rothaarig, also halt nicht so extrem rot, aber halt so blondrot, so rostrot. Alter. Das geht dann meine Haupthaarfarbe ist aber eigentlich so blondes Braun. Alter, weißt du, jetzt machen wir dich noch Beef, ein paar weniger Haare auf dem Kopf, machen dich zu einem Hippie und wow, wir haben den deutschen Daniel Bryan. Ja, plus mein Bart wächst nicht gleichmäßig. Ach cool, ich hab die Stage nicht, aber ich darf hier trotzdem spielen. Miau. Miau. Ich will so Persona 5 spielen, aber wenn sowieso Persona 5 Royal rauskommt 2020, dann will ich es mir jetzt nicht kaufen. 20 erst? Ja, hier, ich weiß nicht wann dieses Warriors Oh, da Persona bin ich hype rauskommt. Drauf, hätte ich gesagt. Ja, da bin ich sehr hype drauf, aber es kommt auch noch mal irgendwie so praktisch Persona 5 Final Mix 2020 raus. Alter, wieso sterb ich die ganze Zeit? Okay, das war scheiße. Oh yeah, ich bin aus dem Spiel, was eigentlich schon lange tot ist. Was absolut relevant ist. Hast du alle drei gekriegt? Ich weiß nicht. Nee, ich hab zwei. Ich hab Manni nicht erwischt. Manni? Ich lebe noch. Never mind. Guck mal, Isaac. Ist in Smash. Ich hab's verpasst. Ich gucke ja momentan von Sui. Oder habe ich gestern Nacht hier diesen A Link to the Metroid. The fuck just happened? Smash nachgeguckt. Und da ist halt noch die Zeit, wo noch nicht die Sachen voll Smash bestätigt wurden. Da war Smash noch nicht draußen und da wurden noch die Characters und so weiter erst nachgezeigt. Und da ist er dann noch so am Hypen. Oh mein Gott, morgen ist die Direct. Ich hoffe, sie announcen Isaac. Und Isaac ist im Stream, ist in Smash. Wir müssen das in der Hälfte drauf gehen. Ich frag mich, Alter, wie bitter es für Sui war, als er das gesagt gekriegt hat. Oh, boah, suck da hat er sich my nuts auf dich drauf gesetzt. Suck my nuts. Da hat er sich einfach auf dich drauf gesetzt. Dr. Wowie! Andy, die Frage lässt sich schnell beantworten. Wie aggressiv spielt er competitive? Cool. Ich glaube, er ist sehr aggro. Relativ viel. Er spielt eine Menge, ja. Man will auch eine Menge Noobstompen. So. Der Hass ist real. Deswegen, also, auf Sui irgendwann treffen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. My butt is not ready. Ja gut, das Schöne ist, du siehst es ja nicht kommen. I never see it coming. My butt! Wähle deinen Kämpfer. Ach komm. Haben wir noch gleich genommen heute. Deswegen, als ich gesagt habe, von wegen, ich habe jetzt alle Charaktere, dass Sui darauf reagiert hat, hat mir irgendwo Angst gemacht. Ich meine, to be honest, also, er hat nichts gesagt. Es war nur ein Emote, ne? Einfach nur Eis. Einfach nur Eis? Aber das ist beängstigend. Was heißt, er beobachtet dich? Ja, wahrscheinlich. Jetzt gerade streamt er, Er kann mich also nicht beobachten. Spielt Gaudi mit? Nee, Gaudi ist nicht da. Ja, wahrscheinlich guckt Gaudi zu und erzählt ihm gerade, was abgeht. Gaudi ist. Guck mal.
Vielleicht guckt er den ja, Screen. Persona 5 kostet momentan, beziehungsweise auf PlayStation Store war es, glaube ich, sogar letzte Woche irgendwie so für 20 Euro oder so nur. Aber wie gesagt, 2020 kommt Final Mix-Version praktisch raus, nennt sich Persona 5 Royal. Da will ich mir doch jetzt nicht das Grundspiel kaufen, wenn 2020 einfach das Spiel mit mehr Content noch rauskommt. Eben. Ich hol's mir dann auch dann wahrscheinlich. Ah. Auch wenn ich in der Vergangenheit so viel über Persona 5 gebasht habe, dass sie sich da so selbstgefällig packt. And you take the moon! And you take the moon! And you take the moon! Gott. Ich finde, das ist die geilste Helfer-Trophäe. Oh, schön. And you take the moon! And you take the moon! Oh, das Video kennt ihr bestimmt auch nicht. To the moon, bitch! Kenn ich. Nee, das meine ich nicht. To the moon! Ey, okay. Alter, Mini-Chrome. Das ist, wie viel RAM bei dir noch übrig bleibt, wenn du Google Chrome verwendest. Ja. Oh, Alter. Mach mich doch wieder groß, bitte. Nö. Alter! This is just not fair. Was? Hi. Du wolltest groß werden, bitteschön. Begin Japan. Ja, geht, ist richtig. Es geht auf mich, ist total okay. Street Stepping. Ich habe ja in dem Leben nichts gemacht. Hey guys, I got chocolate. Cool. Oh. Alter, ich hab diese Runde nur aufs Maul bekommen, ey. Guck mal, Kaluart. Dauerhaft klein und dann der Scheiß hier am Ende. Und Schaufel knickt. Ich müsste gegen zwei Bowser kämpfen. Zum Glück habe ich Helfer Trophäe, die mir. Ja, ich wollte gerade sagen. Wow. Geht das überhaupt? Was? Das geht! Das geht auch! Hier ist mein Fuß! Alter, richtig weggestompt! Total ausgestampft. Ich liebe Schimmelkatze. Dabei aber, wenn ich den Stream mal gucke, rettet er mir meistens den Tag. Oh mein Gott, danke dir. Aber trotzdem, Alter, wie viel Bits hast du heute? Was ist los mit dir? Saufieder. Jesus. Ist so saftig. Großes Dankeschön, Hackmann, das hört man sehr gerne. Also wirklich, wenn ihr dem Streamer mal was Gutes tun wollt, also einem Streamer, der kein absoluter Asi ist, natürlich. Weil da gibt's auch so einen Fund. Hä? What is your problem? Keine Ahnung, ich überlege mir noch was. Ah ja. Mir war gerade danach. Ah, das ist schön. Nee, aber das Kompliment, du rettest mir den Tag oder ich gucke das einfach, um gute Laune wieder zu bekommen und oder meine Laune verbessert sich, wenn ich den Stream gucke. Das ist einfach ein wunderschönes Kompliment an einen Streamer. Das ist echt wirklich was, das ist mehr wert als Bits, to be honest. Und Abos und hast du nicht gesehen. Ich will jetzt keine anderen Streamer bashen, aber es gibt so eine Handvoll Streamer, wo ich mir echt denke, so alter, how? Ich glaube, es bricht wieder ab. Ja, ich glaube, dass Janako kriegt Hausverbot. Ja, yep. There is Hausverbot, right there. Ich glaube, Janako, deine Verbindung ist nicht gut genug. Ja, jetzt geht's wieder los und dann Ende. Someone gets Hausverbot. Okay, gut. From League, wanting to believe. Beziehungsweise, Moment, lass mich kurz im Ruleset jetzt die Helfer-Trophäen ausschalten. Sonst, ich glaube, wir haben jetzt gut was gemacht, ne? Wollen wir sonst nur noch mal einmal wir beide, no items, etc.? Können wir machen.
das Duell. Ich will aber trotzdem Size das Meta speichern. Du wirst jetzt machen Spaß. Mit Rüdiger und Keanu kann er auch mal den Boden wischen. Ich oder wer? Ich schreib Sui mal kurz. Warum? Why? Why would you? Die Leute wollen sie nicht leidest. Der Typ streamt gerade, also von daher. Ach ja, Der sucht mich. Moment, ist noch nicht offen. Ne, ich hab nur schon mal weggeschalten. Ich weiß ja nicht, wolltest du da noch weiter streamen? Oh, ich weiß nicht. Ich guck noch nicht. Also du machst dann jetzt noch dein eigenes Zeug, ne? Ich wollte eigentlich jetzt hier nicht noch groß was machen heute. Achso, du machst dann fertig? Ja, ich wollte heute eigentlich auch nicht so lange. Wie lange haben wir denn jetzt? Ach, fast 3 Stunden reicht doch. Ja, wenn wir jetzt noch ein paar Runden so, ne? Okay, jetzt mach ich mal den Juke. Den Juke? Ja. Juke-Nuken. Ich meine nur, Rüdiger hat auf Smash nur Probleme, ist er, der hat kein Online. Rüdiger hat auf Smash nicht mehr, das habe ich in seiner einen Aufnahme gehört. Er hat es irgendwie verloren bei seinem Umzug. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie du sowas hinkriegst, aber gut. Ja gut, er hat auch die Hälfte seiner Haare verloren. Alter, Ruhe. Was denn? Es ist wahr. Welcome to the Beef Zone. Ja, das habe ich irgendwie, das hat er mal in seiner Pilot Wings Aufnahme erzählt. Ja, jetzt kann ich dich wieder so finden. Also Blödsinn ist das. Ja. Was? Zugangscode ist nicht richtig? Ja, ich hab's geändert. Oh, Juke, sag ich doch. Oh, damit Leute, die mich als Freund haben, nicht einfach reinkommen können. Hat er denn überhaupt Freunde? Nabend. Nabend. Ja, hab ich. Nabend. Komm in den Stream. Dann viel Spaß beim Duel-Stream. Muss noch einmal. Wir sind aber gleich fertig, also. Triff deine Auswahl und hau ihm auf die Schnauze. Schreibt der Community demnächst ein paar Runden spielen. Könnt ihr von mir aus machen? Dafür haben wir den Server schließlich. Jusch. Du hast dir ausgesucht zu studieren. Cheryl war nie drin. Du hast die Fächer haben wollen. Cheryl kam ja auch erst gegen Ende dazu, also. Ach so. Also sorry. Ist immer schwierig. Tut mir echt leid, aber es werden wahrscheinlich nicht die letzten Runden sein, also von daher. Ist ja nicht das letzte Mal. Nicht? Ja. Ich hätte mal eine Katze. Sieht stylisch aus. Ah, jetzt ist der Kombo raus. Wow, that's spicy. Ups. Oh, shit. Es ist krass, wie du die Dinger trotzdem immer triffst. Oh. Ist da. Nein! Oh shit. Spiciness. Bye. Nope. Fuck you. Ich hab grad ernsthaft Huhu gemacht.
Yes! It worked! Das ist so das Problem mit Joker, du kannst nicht killen, wenn du nicht Ascend draußen hast. Du bist bei 200 fucking Prozent und ich krieg dich einfach nicht tot. Ich hab doch gedingst. Ja, wir haben beide gegrabt, aber mein Input ging einfach durch. Ups, oh. Da ging mein Enterhaken nicht an die Kante. Auch schön. Oh Gott! Pinguini! Eine kleine Spende meinerseits. Euro, mein Bin Dude. Nun erstmal was futtern und wollte mich hiermit bei euch beiden für den tollen Stream bedanken. Dafür nicht, mein Dude. Schulache. Dafür nicht, mein Dude. Immer wieder gern. Okay, man kann das so nicht ausweichen, okay. Oh shit. Das ist ein spicy Move jedes Mal. Ja, okay. Der Cross-Job. Ich hab doch geschildert. Oh. Der DI hat mich gerettet. Irgendwie kommt da manchmal mein Input nicht so durch. Der ist tot. Oh, der eine Enterhaken, der... Ja, der eine Enterhaken hat's echt gerissen. Aber der andere erst. Miau. Ja. Ja. So, wie, also, wie das, wie Katze einfach wirklich genau dein, Es ist genau mein Muster. Es ist eine brennende Wrestling-Katze, die total beefig ist, also... Ja, und dann auch noch halt schön schwarz-rot. Selbe Fighter, oder wollen wir, ich bleib bei, jetzt? Ich bleib noch bei Fuego. Okay. Dein Fuego ist einfach gut dagegen zu kämpfen. Das ist ein schönes Matchup. This is fair and balanced. Steroidenkatze, ja, so in etwa. That's a beefy cat. Mom, there's an ugly cat in the garden! Oh, meine Win Condition. Deine Win Condition. Ein fucking Stand. Oh komm, ich hab doch geschildert. Oh shit, vielen Dank für die 5 Euro Spende. Oh Gott! Wir machen deine Streams auch immer super gute Laune, egal wie kacke es mir geht. Persona. Miau. What? Okay, kannst mich in meinem Smash greifen. Ich auch nicht. Autsch. Looking good, Joker. Oh, nice. Uff. Nein, nicht schon wieder. Bitte nicht. Zum Glück geht das dann in die Richtung. Yeah. Was? Oh, okay. Why? Warum auch immer du dann in die Richtung gedrückt, geguckt hast, das war dann das Problem. Oh ja. Okay. Hätte ich die ein können. Ja, doch.
Sudden Kisu. Das Sudden Kisu. Ja, ist auch, ne? This is even my final, Mary. Wenn sie so umhergeht, ist sie dann ein Merry-Go. Ein was? Das nennt sich auch ein Karussell. Das englische Wort für Karussell. Ich hab nicht mehr verstanden, was du gesagt hast, deswegen. Oh. Einmal zu weit gedodged. Uiuiui. Ui. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Chop! Oh, in die Rippe. Der Chop! Wo ins Gesicht. Joker rennt ja wirklich so wie Lucina und so einfach. Allein die Siegerpose von diesem Vieh, ey. Oh, es ist so cool. Ja, hast cool. du den Brofist oder? Nee, er hat den Titel so in der Hand. Ach so. Weißt du, Fuego ist gerade WWE-Champion geworden. Mhm. Jalapeno? Oh, Jalapeno. Die Story mit Little Max Katze. Ja, Jalapeno. Oh, nimmst du eine andere? Ja, oh mein Gott. Ich wusste nicht mal, dass dieser Move von ihm einfach, dass es ein Kill-Move ist. Mhm. Du meinst der Grab und so? Ja. Dieser Slam, das ist sein bester Kill-Move. Nee, das, was ich gerade bei dir hatte, ist so, ja, ich mag deine Rippen. Achso, dieser Tilt, ja, der Tilt ist stark, aber der hat eine mega kleine Range. Ja. Mit wem war ich denn sonst noch eigentlich gut? Oder würde ich gerne gut sein? Oder warte mal, wenn wir danach gehen. Ach ja, stimmt, ja. Roy mag ich. Ich mag Roy an sich. Das Problem ist, er ist jeder Fire Emblem Charakter. Komm. Fire Emblem, der Charakter. Ist leider wirklich so. Oh, it's Warzone. It's the Warzone, ja. War never changes. Oh Gott. Und Snake als Charakter, das wäre so ähnlich. Wir beide werfen erstmal unsere Granaten. Schön, gemustert. Oh. Das war nicht das, was ich wollte. Das war das, was ich wollte. Ach komm. Ach komm, wieso? Ah, man dreht sich ja immer. Nice. Jetzt aber. Ach, das ist ein Kill-Confirm, also bei hohen Prozent kannst du also eigentlich vergessen, da rauszukommen. Ich kann aufwerfen. Mein Name ist sogar Prio. Oh. Fuck. Was mach ich denn da? Freu mich auch. Nope. Wow. Und mit Snake bin ich absolut scheiße. Wow. Die Sache ist, mit Inkling zu spielen ist sogar nicht schwer.
wirklich Kombos oder so lernen kannst du mit ihm nicht. Kannst du, weil die, Really? Die Eye. Das ist die Power von die Eye. Etwas, deine was Mutter? Mich hätte killen sollen, hat mich nicht gekillt. Directional Influence und so. Ah, das kannst du vergessen. Ah, Andy spielt also Plot Armor. Ui. Oh, hallo. Da war ja eine C4. Need to come close. Oh fuck, vielleicht doch. Ja, fuck it. Ich hab dich in deine eigene C4 auch mal reingespiked. Hast du? Nee, ich hab die vorher schon gezündet. Ich weiß, ich hab halt im selben Moment halt mein Down-Area gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dich dann auch noch runtergehauen habe oder ob du dich jetzt wirklich einfach selbst in die Luft gejagt hast. Das war meine eigene Schuld. Ich vergesse immer wieder, dass mir das selber Schaden zufügt. Mein Snake besiegt von einem kleinen Mädchen. Also bei Snake hey, brauche ich noch eine Menge Arbeit. Die Sache ist, das sind Kindersoldaten. Die werden von klein an schon da, gelehrt, eine Waffe zu benutzen. Also ja, hat das Snake Thema keine Chance gehabt. Das Thema hatten wir in der Metal Gear Solid mehr als einmal. Und man muss fairerweise sagen, er ist mehr so Generation Raiden, ja, was seinen Kampfstil angeht. Möglichst viel Blut vergießen, ist sehr viel edgelordig. Hast du jetzt einen anderen genommen? Ja. Mal Katze oder was? Nee, ich hab Ridley mal. Ah. Ridley. Und Quadley. Muss man auch bestätigen. Oder? Ja. Das war bei mir voll delayed. Sehr interessant. Ja, Smash Ultimate hat drei Links. Tatsächlich, ja. Mhm. Junger Link. Normaler Link. Soon Link. Mega Link. Schön, wie wir erstmal beide erstmal nach hinten dodgen. Ja, ja, Link to the Past, Link to the Future, Link to the Support. Safe Link. Safe Game Link. Hey! Wusste jetzt nicht, dass ich dich treffen würde. Ah! Ich komm da mal vorbei, ne? What? Komm mir nicht. Oh, da war mein zweiter Sprung nicht mehr. What? Oh. Okay. Ja, because what is a ledge, right? Ja. Gut, haben wir uns jetzt bei der Emma selber gekillt. Just fair. Okay. Ja. Was, seit wann machst du das denn, du Kackdrache? What? Oh, man kann deinen Grab mit einem eigenen Grab abwehren? Das was? Ist doch bescheuert, what the fuck? Wie gut ist das denn? Wusste ich ja noch gar nicht. Oh. Hi. Oh. Na?
Kick. Alter. Ja, was ist denn das? Das Kontrabass. Alter, wer soll denn so spielen? Hat mich gerade meine eigene Bombe. Oh okay, mein Gott, Nintendo, fix your fucking online. Ach, es ist so viel besser wie auf der Wii. Ja, weil eine Kartoffel besser ist als die Wii. Endlich versteht man mal meinen Standpunkt. Aua. Boah, Alter. Na, haben wir's wieder? You're fucking ripping people off. Yep, dead. Lady, du weißt schon, dass das für mein scheiß verkacktes Cosplay ist. Ah! Sag, Inkling ist. Sobald du den Roller ausgepackt hast und okay, du bist im Boden bei über 120%, ist es im Grunde genommen einfach ein Smash Confirm und bei hohen Prozent ist es einfach ein garantierter Kill. So, wir sind jetzt 2-2, ne? Ja. Da kommt die Katze nochmal wieder. Final Round. Nehme ich einen Newcomer. Wen wollte ich denn eigentlich sonst noch lernen? Weißt du was, wir machen einfach Dead Battle hier. Dead Battle? Ich wollte mal gucken, wie ich den so spiele. Oh. Jetzt wollte ich eigentlich noch die Stage ändern, dass es eine Pokémon-Stage ist, aber gut. Der grüne Frosch! Der grüne Frosch! Boah, mit dir kann ich das Bad sauber machen. Meine Freundin Vanessa ist am Überlegen, ob sie hier die Ehefrau von Eglin Arias cosplayen soll. Wirklich? Alter, der Netcode wird gerade immer schlimmer gefühlt. Ja, irgendwie. Alter. Ich bin froh, dass meine Abbiege da jetzt vernünftig rausgekommen ist. Ich kann auf nichts reagieren gerade. Das ist absolut nicht machbar. Ach ja, ich bin ja nicht mehr Inkling. Ich muss ja nicht mehr aufladen. Rein. Alter. Fucking, Alter, Nintendo. You're ripping people off. This is a rip-off. Just die! No! Fuck you! Alter. Ja. Ab und zu geht's? Ja, es hat so seine Momente, aber gerade so ein Charakter wie Greninja, wo sich teleporten kann wie so ein Suchti. Das ist. Da geht zum Beispiel nicht mein zweiter Hydropumpen-Input rein. Gut, dass ich trotzdem auf die Stage gekommen bin. Hui! Dieses. Geht er da durch? Ja, da wollte ich eigentlich an die Kante. Ja, nee, die Kante will ich aber nicht. Wait, what? Oh! Those line. Ist dir schon mal aufgefallen, dass meine Zunge gelb ist?
Ja, damit solltest du zum Arzt. Was? Hast viele saure Drops gelutscht. Ja, meine Grab-Range ist ein bisschen höher. Muss dir vorstellen, wie bei Lukas mit seiner Schlange. Ich benutze halt mein Wasser, um meine Grab-Range zu erhöhen. Yeah. Falsche Richtung. Weißt du, wenn er sich in die Richtung drehen soll, dann macht das nicht. Ja. Nope. Fuego. Alfredo. Alfredo. Da hatte ich nicht mehr genug Stage zum Ausweichen. Das war dumm. Okay. Was machst du jetzt aus dieser Situation? Ich hab nicht gedacht, dass das trifft, deswegen. Fuck. Okay, Vergeltung ist schneller als Counter. Ich liebe diese Up-Airs, die sowas machen. Nice. Oh. Boah. Nein! Wow. Da haben wir uns gerade einfach geteleportet. Fuck! Schön, wie du meinen Wasserschurikammer noch kaputt machst. Sag mal, den gönn ich dir nicht. Tschüss. Greninja macht Spaß. Die Katze macht auch Spaß. Dieser Netcode, wie er hin und her bounced, weniger. Mm. Ich frage mich halt wirklich, ob es besser wäre, wenn es wirklich über Doppel-LAN funktionieren würde. Das Problem ist, kann ich in eine andere Wohnung LAN verlegen. Ja, die Sache ist, in eine andere Wohnung? Bist du im selben Haus? Ja, aber es ist unten eine andere Wohnung, technisch gesehen. Also immer Wohnung. Ich frage mich, ob DLAN bei dir funktionieren würde. Davon abgesehen, sollte eigentlich damit nicht zusammenhängen. Ich meine, ne? Ja. Ich habe ja, wie gesagt, meine Internetleistung ist ja, ne? Ja, die Leistung ist ja trotzdem. Du streamst alles ohne Probleme und dann spielst du Smash und alles laggt. Also irgendwas kann da ja wirklich nicht bei dir liegen. Nee, also ich sehe auch bei mir jetzt, gut, ich habe ein paar Frames verloren, aber das ist nicht mal 0,%. Moment, lass mal gucken. Also, ich habe 0,4% verloren. Ich habe 117 Frames verloren. Das ist nicht mal 0,0%. Das ist noch weniger. Mhm. Also sollte mein Internet überlastet sein, müsste es sich auch auf den Stream auswirken. Mhm. Aber da ist leider, das ist der Netcode. Und dass du dafür bezahlen sollst, ist, finde ich, wie gesagt, bis heute. Es ist, ne? Ja. Ich meine, hat Spaß gemacht. Ja, eben. Aber man könnte ja mal versuchen, wenn man nicht streamt. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das anders sein sollte. Ja, vielleicht ein bisschen anders, aber nicht viel. Weil hier, das ist ja bouncy. Weißt du, in einem Moment ist noch alles okay und im nächsten denkt das Spiel, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr. Hast du denn noch so konstruktive Kritik an die Custom Rulesets nebst, dass die bei der Knaller die Launch Rate wieder normalisiert werden sollte? Guckst du gerade mal bei mir in Stream? Nee, warum? Was? Nee. Guck mal, Andy, tu mir mal einen Gefallen und guck bei mir in Stream.
Seit wann bist du bei mir an der FH? Mensch. Bin ich nicht? Ich habe eine bei mir im Kurs. Also auch mit der mache ich hier meine, unsere SF. Unsere Studienleistung. Ja. Die sieht ähnlich aus wie du und heißt so wie du. Das ist gruselig. Ja. Ich hab gerade die ganz tolle Ultimate-Werbung. Moment. Alle sind dabei, ja. Ich gucke gerade in die Unendlichkeit und die Unendlichkeit guckt zurück. Jesus Christ. Ach oh Gott. So. The fuck is this? Nintendo, warum? Soll das bedeuten, du magst unseren Netcode nicht? Das ist aber schön. Wir gucken dich jetzt. Wir sehen alles, was du tust. Und jetzt stell dich mal vor, das sind keine schwarzen Augen, sondern es ist einfach nur eine leere Hülle und ich starte da gerade ins Nichts. Das ist ja was noch viel witziger ist. Eigentlich müsste das jetzt immer noch weiter an ein Auge ranzoomen und dann irgendwann müsste einfach wieder schwarz sein und dann plötzlich siehst du wieder Ness im Auge erscheinen. Ich habe eine bessere Idee, warte mal. Ich möchte mal was. Nee, du zoomst ran, dann kommt das Smash Bros. Zeichen. Ich möchte mal was versuchen. Ich mach das jetzt mal hinter den hier. Mach es an. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich will mal was ausprobieren. Okay. Tun sie, was sie nicht lassen können. War das das hier oder das hier? Lass, was du nicht tun kannst, was? Nein. Wo kriegt denn fucking Marmor her? Genest? Mann, ich verstehe den Witz nicht. Was macht er jetzt noch? Was macht er jetzt daraus? Warte, ich glaube, ich habe das Falsche hier. Warte mal. Ah, hier, macht daraus jetzt wieder ein neues Decay-Bild oder was? Besser. Mit der Gruselmusik? That didn't work. Ah. Wieso funktioniert das so nicht? Warte. Achso, machst du jetzt Zensur-Nest oder was? Nein, auch nicht. Funktioniert gerade nicht so, wie ich das möchte. It doesn't work. Wieso nimmt er das denn alles weg? What the fuck? Oh wow. Das ist eigentlich nicht das. Oh ja. Das Jesus ist, Christ. Das. eigentlich wollte ich nur die Augen. Aber der Chroma Key nimmt irgendwie alles, was schwarz ist. Ergo, er nimmt ein bisschen mehr, als er eigentlich. Du müsstest jetzt noch ein bisschen weiter nach oben eigentlich oder Milch ein bisschen weiter runter machen, sodass halt Milchis Augen genau auf den Augen von Ness sind. Alter, er sieht aus wie fucking Leatherface. Er sieht aus wie fucking Leatherface. Hat ein bisschen was von Deadpool. Auch, ne? Beides. Alter, Micha hat einfach mal fucking Ness gehäutet und sein Gesicht über sein Gesicht gestülpt. Das Ness-Bild ist ein Achievement-Bild aus Smash Brothers. Ich weiß nicht welches, aber es ist eins. Wir machen das wieder weg. Wunderschön. Mich ist das neue Tragosso, ja. Tragosso ist basically auch nur Leatherface, wenn man mal so... Erreiche insgesamt 20 Stunden Spielzeit. Ah, möchtest du mir damit was sagen, Nintendo? Alter, ich liebe diesen Snake in der unteren rechten Ecke, wie er sich da freut in diesem kleinen Bild. Dieses... Ja. A weapon to suppress Metal Gear, it's Pappe. Generell, so ein paar schöne Sachen haben sie ja. Also die haben da echt schön gemacht. Alleine diese Anspielung auf mit Cloud und Zelda, so mit Aerith in den Lebensstrom wieder einfügen. Oder Roy und Roy. Das ist echt gut. Alter.
Ich bin mir sicher, bei manchen von diesen Sachen, da haben sie wirklich die Modelle selber gepostet, weil ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das während des Gameplays manchmal passiert ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Alter. What the fuck? Alter, Nintendo, why? Why would you do this? Please, fucking fix the online. Ich kann Leute verstehen, die jetzt schreiben von wegen, fix the online. Es ist... Weißt du, wäre es for free, wäre das gar kein Ding. Dann würde ich auch überhaupt nichts sagen. Aber der Fakt, dass du dafür bezahlen sollst. Das kann man erwarten, dass man dafür war halt 4 Euro für einen Monat oder so. Ja, es ist an sich ist es fast schon scheißegal, wie viel. Sobald du dafür Geld zahlen sollst oder eine gewisse Dienstleistung dafür gibst, darfst du auch was dafür erwarten. Ja, für die Verdienste. Deswegen. Andy, kannst du uns bitte nochmal wiederholen? Was sagtest du gerade? Verdienste. Ah, okay. Oh, ja. Nice. Also du möchtest sagen, du würdest generell nicht aus dem Haus gehen ohne Verdienste. Verdienste? Hast du Verdienste gehört? Verdienste. Ich find's aber geil, dass ich mir, dass ich dadurch so viele Coins verdiene, damit ich mir sowas kaufen kann. Oh ja. Durch online. Also habe ich jetzt eine Menge Shit für bekommen. Mhm. Also die beste Möglichkeit wirklich halt, um noch Spaß zu haben, Geld zu verdienen, sind halt wirklich einfach Online-Matches, beziehungsweise einfach, CPU-Matches machen keinen Spaß. Das merkst du echt. CPU macht meistens echt keinen Spaß. Mhm. Es ist einfach so, der Input readet dich und dann denkst du dir, ja, das ist fun. Ja. Aber Shadow, ich freue mich so sehr, wenn es irgendwann nochmal wieder zu einem Treffen kommt und wir dann Smash lokal zocken können. Oh, meet me at LAN, bitch! Das wird so schön. Oh ja, das wird nice. This will be fun. Amiibo-Fights machen schon Spaß, aber das ist doch dann genau dasselbe. Du bist dann halt, okay, am Anfang verprügelst du das Viech bloß und irgendwann hat es alle deine Moves gelernt und Input readet dich auch. Ja, hast du genau dasselbe Problem. Ja, Madness Day, ja, gibt's ja so an sich auch nicht mehr. Das war ja ein anderer Andy. Das war ja nicht Andy. Ja, das ist der andere. Der kommt der ja auch von Andy hier. War das, nicht ja. Der Andy Dote. Der hat mich letztens erst wieder angeschrieben, tatsächlich. Oh. Ich hab aber nicht geantwortet, weil ich faul war. Ach, wie kannst du nur? Ich mach das böser, noch. Böser. Ich mach das Wofür noch. Braucht ihr bitte schön Madness Day hier? Bei uns habt ihr Madness Everyday. Ja, also ich sag mal so, online funktioniert. Wir hatten jetzt auch ein paar Vierer-Matches, wo verdammt gut waren vom Netcode her. Mhm. Das muss man jetzt auch mal sagen. Aber manchmal ist es einfach, du hast 101, keine Items, nothing. Mhm. Und das Spiel denkt sich, yup, I will, faceplant. Ich dive einfach mal. Ist das ein Kopf an der Badewanne? Ja, so in etwa. Oh, Shadow, wirst du Persona 5 streamen? Oh no. Oh no. Weil das ist mal so eine Frage, weil ich will streamen, auch wenn es ein RPG ist, ist mir scheißegal. Ich würde es schon eines Tages, aber wenn vor 2020 sowieso das Spiel denn nicht diese Remaster-Kacke da rauskommt, werde ich es mir vorher sowieso nicht holen, das ist ja Blödsinn. Wie gesagt, du kriegst Persona 5 plus noch eine Extra-Story, also es ist Final Mix. Also ich bin eher Hype auf diesen, Dynasty Persona, Warriors Prügler. Persona 5S, also Shuffle oder wie das auch immer heißt. Von WLAN wäre bei mir Shit. WLAN-Fights geben würde zwischen. Bei mir ist einfach das Problem, für LAN müsste ich wirklich einmal ein LAN-Kabel komplett runter in die andere Wohnung setzen, weil da der Router liegt. Ah, Scramble war's. Ja, Scramble. Wirst du Persona 5 Scramble streamen? Ja. Schon eher. Weil ich bin einfach ein Fan von diesen, Massen-Hack-and-Slash-Games. Ich finde sowas geil. Bei mir muss das Thema stimmen. Ich mag nicht jedes. Also One Piece The Warriors fand ich stylisch und hier Persona 5 werde ich auch wahrscheinlich extrem mögen. Aber so andere, so Zelda oder so, haben mich zum Beispiel null interessiert. Echt? Mhm. Ich hab's nie gespielt. Vielleicht, wenn ich es spielen würde, würde es mir auch Spaß machen. Aber, So diese ganz normalen Warriors-Games, wie die halt wirklich mit den, mit Lu Feng und wie sie auch alle heißen, wirklich, wo du da kämpfst,
die würden dich ja interessieren, mich zum Beispiel Null oder Lubu war das. Genau. Lubu. Aber worauf ich mich jetzt als nächstes freue, wenn wir das nächste Mal Smash spielen, ist, ich kündige das jetzt einfach mal so dreist an, weil ich nicht weiß, wann das wird. Mhm. Unser Iron Man Contest. Mhm. Ich muss mal gucken, ich hole mir, glaube ich, dann vorher noch die DLC-Charaktere einfach. Ja, wir müssen aber nochmal wirklich das Ruleset dann machen, ob wir dieses wirklich mit dem Tauziehen, sag ich jetzt mal, machen, wo wir aufeinander zulaufen. Oder dieses Race quasi. Ja, dieses Race, praktisch jeder von uns fängt bei Mario an und dann kloppen wir uns. Und wenn man der ein Charakter besiegt ist, dann ist das Leben von dem Charakter weg. Lenego 1000, danke dir fürs Followen, mein Dude. Ich sag dir nur eins, Shadow. Hm? Wir machen nicht einen Three-Stock dann, wir machen aber nur One-Stock für jeden Charakter. One-Stock? Weil sonst, okay. Weil sonst hast du Streams, die gehen bis ins Endlose. Wir haben 80 Characters, durch die wir durchgehen müssen. Und wenn du jetzt mal 80 plus 8, das sind 100, 180 Fights. Ja. Die so ja, so gut, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Im Durchschnitt. Und stell dir das jetzt alles als Three-Stock vor. Ja. 24 Stunden Stream incoming. Ich meine, nee. Shadow kauft sich Smash-DLC. Welches? Und ja, Passwort, geil. Danke. Nintendo eShop, that's a good idea. Hm. Ja, aber ich meine, die sind nicht teuer. Nee, also hier, du könntest den Fighters Pass holen, damit du halt wirklich alles hast. Dann hast du jetzt die 20 Euro oder 25 Euro für die nächsten 5 Sachen. Dann ja. Sparst du dir 5 Euro, weil die Fighter alleine kosten 6 Euro. Und die Piranha-Pflanze kostet auch nochmal extra. Die ist nicht im Fighters Pass enthalten, leider. Ja, schätze mal, wird es das eher sein. Ja, 25 klingt immer Euro. Noch... Klingt immer noch plausibler als das, was sie bei Smash 4 abgezogen hatten, weil da waren die Preise ein bisschen überirdisch. War das nicht 7 Euro für jeden einzelnen Kämpfer oder was? War es nicht bei manchen sogar 9,99 Euro? Echt? Ich glaube, bei Smash 4 war es echt ziemlich teuer. Ja, Piranha-Pflanze habe ich, weil ich halt, weil ich Smash hatte, als es rausgekommen hatte, deshalb habe ich da so einen Vorbesteller-Bonus. Weil es rausgekommen hatte. Ja. Ja, immer hier vorher Feierabend, das war's. So.